FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 79. Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, wie immer, an meiner Seite meinen Freund und Co-Host Alexander Wendt begrüßen zu dürfen. Hallo Alexander. Guten Morgen, lieber Hannes. Ich freue mich, einmal mehr mit dir ins Gespräch zu kommen. Es ist heute eine Folge, in der wir vielleicht, so wage ich zu prophezeien, etwas philosophischer, denn psychologischer werden. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir einen sehr geschätzten Gast bei uns begrüßen dürfen, nämlich Sebastian Luft. Herzliche Grüße an Sebastian Luft. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen und freue mich auf die Diskussion. Ja, es ist ganz unsere Ehre, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Also vielen Dank dafür. Wir haben das so gehabt, dass ich jetzt ein paar Worte zu deiner Vita sage, bevor ich dir dann die Gelegenheit gebe, uns kurz etwas vorzustellen. Genau. Also Sebastian Luft hat studiert in Heidelberg und Freiburg, wurde promoviert in Wuppertal, wo er aber zuvor noch einen Aufenthalt an der Stony Brook University in New York gehabt hat. Er hat Research Fellowships in Wuppertal, New York, wie schon gesagt, verbracht, aber auch war er Lecturer in Leuven in Belgien, Gastprofessor an der Emory University in den USA, an der Karl-Franzen-Universität in Graz, an Universitäten in Puerto Rico, auch in Freiburg und in Paderborn. Seit 2008 ist Sebastian Luft Professor an der Marquette-Universität in den USA und wurde 2013 habilitiert in Würzburg und seit 2015 ist er permanent in Marquette. Zu seinen Forschungsgebieten gehört unter anderem die europäische Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts, also die transzendentale Philosophie, die Phänomenologie, die Hermeneutik, aber auch die Philosophie der Kultur. Zu den historischen Interessen zählen vor allen Dingen Immanuel Kant, der deutsche Idealismus, der Neukantianismus und, da habe ich eine Ahnung, dass es heute besonders eine Rolle spielen wird, die phänomenologische Bewegung. Sebastian Luft ist Co-Editor zusammen mit Konstantin Pollock und Andreas Daiti für das Journal for Transcendental Philosophy bei De Gruyter. Mit Gerald Hartung editiert er die Buchserie New Studies in the History and Historiography of Philosophy. Zu seinen Publikationen, die so zahlreich sind, dass ich nur eine ja, mehr oder weniger willkürliche Auswahl treffen kann, zählen unter anderem die Bücher Philosophie lehren, 2019 bei Meiner, oder in spanischer Sprache ein Buch zur Phänomenologie und dem Neukantianismus, 2019 bei Bogata. Unter den Buchveröffentlichungen besonders herausragend ist vermutlich die Übersetzung, die große Übersetzung von Husserls erster Philosophie, 730 Seiten Übersetzung von Husserl über viele Jahre, ein Projekt, das sehr beeindruckend ist und sicherlich sehr viel Mühe und Herzensblut gekostet hat. Zu den herausgegebenen Herausgeberschaften zählt beispielsweise für ein Werk, das für unseren Podcast hier relevant ist, Paul Nartorps Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode, was bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt herausgegeben wurde. Oder ein Beitrag in einer Herausgeberschaft, Phenomenology, Kant and Neo-Kantianism im Oxford Handbuch für die Geschichte der Phänomenologie, herausgegeben durch Dan Zahavi. Ich nenne noch eine Journalveröffentlichung. Das wäre für mich besonders interessant, weil es mein eigenes Arbeitsgebiet betrifft. The Phenomenology of Intersubjectivity in Husserl and Jaspers on the Capacities and Limits of Empathy and Communication in Psychiatric Praxis, zusammen mit Jan Schlimmer im Journal Psychopathology. Genau, also was man aus dieser kurzen Vorstellung schon ersehen kann, ist, dass wir es heute mit einem Gast zu tun haben, der ein außerordentlich internationales Forschungsprofil mitbringt. Und von der Diskussion dürfen wir uns daher sicherlich einige sehr unkonventionelle Inputs versprechen. Ich freue mich sehr darauf und bedanke mich nochmal herzlich bei dir, Sebastian,
dass du dir die Zeit nimmst und mit uns sprichst. Ja, vielen Dank, Hannes und auch Alexander, für die Einladung. Es ist immer sehr nett, sich so nett vorgestellt zu werden, und da wird man immer ein bisschen rot dabei. Also vielen Dank für die nette Einführung. Ja, also ich bin hierzu gekommen, wie die Mutter zum Kind, sagt man vielleicht. Also Hannes habe ich kennengelernt durch die Summer School, glaube ich, die jetzt dieses Jahr durchgeführt wurde in Köln, also zusammen mit meinem Kollegen und inzwischen Freund Timo Breyer. Das war eine Kooperation zwischen Universität Köln und meiner Universität, wo also Studierende von beiden Unis, aber auch von anderswo in ganz Europa und auch Südamerika und so weiter zu Gast waren. Und da hat Hannes auch einen Vortrag gehalten, und dann hat er mich gefragt, ob ich hier sozusagen mitmachen will. Also ich bin ein bisschen sozusagen, es ist sozusagen, Psychologie ist nicht so ganz mein Feld. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich Overlaps, Überschneidungen zwischen gerade der Phänomenologie und der Psychologie. Dann hast du auch genannt NATOPS, Versuch einer transzentalen Psychologie. Das sind natürlich alles Sachen, die, und auch Jaspers hast du auch genannt, dazu habe ich auch geschrieben. Das ist natürlich alles Problem, Gemengelagen, wo sozusagen die Trennung zwischen Phänomenologie und Philosophie und Psychologie nicht so einfach zu machen ist, weil doch relativ künstlich wäre, und wo eben auch sowas wie die Psychologie im Sinne der heutigen Forschung sich auch erst sozusagen herausbildet. Ne? Also diese Zeit, das habe ich mal zwischen 1933 in Deutschland und Europa, war eben auch so eine formative Zeit für die, gerade eben für eine Disziplin der Psychologie, die sich dann natürlich emanzipiert hat. Vielleicht ganz kurz zu meinem Werdegang, also nicht, damit es alles nicht so inkohärent erscheint. Also in der Tat ist meine erste Forschungsgebiet war die Phänomenologie, wird sie auch immer sein. Also ich habe in Löwen, in Belgien war ich nicht nur Dozent, sondern ich war eigentlich hauptsächlich Mitarbeiter im Husserl-Archiv als Herausgeber eines Bandes der Husserlianer. Das waren also vier harte Jahre meines Lebens, also wirklich Knochenarbeit im Sinne der Editionsarbeit, zu der natürlich auch sowas wie Transkribieren, kritische Edieren gehört. Also das war sozusagen eine Folge meiner Dissertation, die über die phänomenologische Methode ging. Die Edition Husserlianer 34 handelt eben von Texten, unveröffentlichten Texten zur phänomenologischen Reduktion, also kein Text mit Präponderanz, also es gibt keinen Haupttext, sondern es sind eben wirklich reine Forschungsmanuskripte, die eben zusammengesucht werden mussten nach systematischen Kriterien und historischen Kriterien. Und als ich sozusagen am Ende dieser Editionsarbeit war, ist mir eben aufgefallen, relativ spontan, dass eben Husserl doch viel Briefwechsel hatte oder viel zu tun hatte mit Paul Nathorp. Und dann ist mir das erste Mal jemand wie Paul Nathorp eben ins Blickfeld gerückt. Paul Nathorp, für die es vielleicht nicht wissen, war neben Hermann Cohen eben einer der Hauptmitglieder oder die Hauptmitglieder zusammen mit Cohen der Marburger Schule des Neukantianismus. Und das war mir eben ganz neu. Und dann bin ich eben auf den Neukantianismus geraten. Und wenn man, wie ich damals, es ist jetzt über 20 Jahre her, jetzt erstmal seine Nase da reinsteckt in den Neukantianismus, wird man, also jedem, dem ich erzählt habe, ich interessiere mich neuerdings für Neukantianismus, der hat mich ausgelacht. Ja? Also ich meine, Neukantianismus galt als sowas von tot. Also es gab sozusagen nichts, was toter war als der Neukantianismus. Also alle haben gesagt, das haben wir doch hinter uns gelassen. Und dann, und wenn man auch so Erlebnisberichte liest, wie eben jemand zum Beispiel Gadamer, der selber natürlich bei Nathorp promoviert hat, ja, dann wird es so dargestellt als sterile Katheterphilosophie und die Langweiligkeit schlechthin, und dann kam der Erste Weltkrieg und dann, das ist sozusagen Gadamers Narrativ, und dann hat die Jugend den Glauben verloren in die traditionelle Philosophie, und dann kamen eben die Existenzialisten, dann kam Heidegger und so weiter und haben die Jugend begeistert. Also das war so das Narrativ, und ja, das ist natürlich, wie wir heute wissen, ziemlich am Unsinn oder zumindest sehr tendenziell, tendenziös. Und naja, und dann habe ich mich da hinein begeben sozusagen und bin dann schnell gestoßen eben auf die Person, die mich heute noch am meisten interessiert, nämlich Ernst Cassirer. Cassirer, der eben
als Mitglied der Marburger Schule vielleicht eher so am Rand steht. Viele haben gesagt, nein, er ist eigentlich gar nicht mehr Marburger und Neukonzerner schon gar nicht. Das war also immer meine Lesart, dagegen anzugehen. Ich halte ihn doch in wichtiger Hinsicht für einen Neukantianer. In vieler Hinsicht natürlich geht er über den Neukantianismus hinaus, aber diese Kulturphilosophie, die er sozusagen angestoßen hat, und das ist natürlich ein Entwurf, den er selber nicht zu Ende gebracht hat, aufgrund von Vertreibung, Emigration, relativ frühem Tod in New York, ist eben doch etwas, was anschlussfähig ist und was auch jetzt wieder natürlich boomt. Und naja, und als ich, das war, also das Resultat davon war eben meine zweite Monographie, The Space of Culture 2015. Und ja, bei mir ist es immer so, wenn ich etwas gemacht habe, dann will ich sozusagen, dann habe ich damit auch irgendwie abgeschlossen. Und also jetzt nicht, dass ich das nicht weiterhin mache. Ich habe auch jetzt natürlich Einladungen zu Husserl und zu Kassierer vorzutragen, und die Einladung nehme ich auch gerne an, aber immerhin war ich irgendwie dann interessiert an was Neuem, und diese Neue, was mich jetzt sozusagen am meisten umtreibt, ist der amerikanische Pragmatismus. Auch hier natürlich nicht als sozusagen eine Sternschnuppe, sondern auch etwas, was eben, wenn man zurückgeht in diese Zeit also die fruchtbarste Zeit des 20. Jahrhunderts, also zwischen 1900 und 1930, sage ich mal, war es natürlich schon auch so, dass Leute wie William James und so weiter in Royce und andere in Europa sehr intensiv rezipiert wurden. Viele Philosophen wie Husserl zum Beispiel, aber auch auch die Neukantianer haben sich sehr interessiert für die Pragmatisten. Also jemand wie Windelband zum Beispiel, der 1908 den Weltkongress für Philosophie in Heidelberg ausgerichtet hat, hat explizit Einladung ausgesprochen an Pragmatisten und dort eine Diskussion geführt, die nachzulesen ist. Naja, und so bin ich jetzt sozusagen auf den Pragmatismus gestoßen und arbeite momentan dazu. Idealiter soll auch das wieder ein Buch werden zum Verhältnis von amerikanischen Pragmatismus und vor allem der Phänologie und eben des Neukantianismus. Also eben diese Bewegung, die im frühen 20. Jahrhundert noch sehr, sehr eng zusammen diskutiert haben, dann aber eben ihre Wege geteilt haben, wie man so schön sagt, Parting of the Ways. Aber auch da gibt es inzwischen auch wieder sehr viele Konvergenzen, wenn man an jemanden denkt, wie zum Beispiel die Pittsburgh School in den USA, also Leute wie Brandom und McDowell, die sich wiederum jetzt sehr interessieren für Leute wie Hegel, aber auch natürlich Heidegger und die Phänomenologie. Also das ist so ein bisschen so mein Trajectory, wie man sagen würde. Ja, da stehe ich jetzt. Aber da klar, also ich meine, die Themen, die du angesprochen hattest, also Jaspers Psychopathologie, dazu habe ich ein bisschen was gearbeitet, interessiere mich auch sehr. Das Problem der Empathie ist natürlich ein Problem, das über die Phänologie hinausgeht, aber wo auch innerhalb der Phänologie noch viele ungehobene Ressourcen liegen. Also von daher, ich bin an allem interessiert. Alles kann man natürlich nicht bearbeiten, aber ich bin also sagen gerne bereit, über alles Mögliche zu reden. Vielleicht höre ich einfach mal auf hier. Ich möchte damit beginnen zu sagen, wie sympathisch ich diesen Ansatz finde. Ich hoffe, dass das nicht beleidigend klingt. Für mich zumindest klingt es nicht so, denn ich empfinde ähnlich. Ich beschreibe das gerne als eine archivarische Natur, eine Freude am Historischen, die ich sehr wertschätze und die ich auch versuche in meiner eigenen Forschung immer wieder zu inkorporieren, sei es Wissenschaftsgeschichte, sei es Philosophiegeschichte. Ich habe dafür großen Respekt und glaube, dass die systematische Forschung in den Wissenschaften sowie in der Philosophie wesentlich davon getragen werden muss, historische Kenntnisse aufzunehmen. Und Fehler können nur dann vermieden werden, wenn sie Wiederholungen sind, sofern es eine angemessene und zwar eine theoriegeladene Wissenschaftsgeschichtsschreibung gibt. Das ist eine These, die Karl Friedrich Graumann, der große Heidelberger Psychologe, dargestellt hat in seiner Auseinandersetzung mit Theorie und Geschichte, dass es eine Schwäche ist, bloß Historiografie zu betreiben, die sich selbst nicht über den systematischen Gehalt des historisch Beforschten, die sich damit nicht auskennt und
Stattdessen plädiert er eben für eine Geschichtsschreibung, eine Wissenschaftsgeschichtsschreibung, die sachlich informiert ist. Ich glaube, das ist eine Haltung, die ich mir zu eigen mache. Und auch nach all dem, was du gerade gesagt hast, kommt es mir genauso vor, als würdest du auch ein Proponent dieser Art der Forschung sein. Wie gesagt, das halte ich für sehr sympathisch. Aber das nur als kleine Präambel. Als ich mir dein Curriculum Vitae angeschaut habe, musste ich an vielen Stellen einfach mit großer Freude zur Kenntnis nehmen, dass ich zu diesen Aufsätzen oder Texten, die du verfasst hast, dir jedenfalls immer eine Frage stellen könnte. Auch hier große Überschneidungen. Und ich glaube, dass das auch für die philosophisch interessierten Psychologinnen und Psychologen, für diejenigen, die diesen Podcast hören, ganz ähnlich sein müsste. Denn dein Werk umfasst viele spannende Themen, die den rein philosophischen Bereich transzendieren können. Vielleicht sind es philosophische Abhandlungen, aber sie sind von Bedeutung auch für die Wissenschaften. Das ist mir ebenfalls wichtig, das nochmal zu betonen. Jetzt möchte ich aber zur Sache kommen. Der Pragmatismus und die Phänomenologie ist etwas, was mich auch schon beschäftigt hat, und zwar deswegen, weil es verschiedene Beiträge aus dem 20. Jahrhundert in der phänomenologischen Psychologie gibt, die versuchen, William James als eine Art Vordenker der phänomenologischen Psychologie zu stilisieren. In der Art und Weise, wie ich das formuliere, kommt auch gleich zum Ausdruck, dass ich demgegenüber recht skeptisch eingestellt bin. Ich habe ganz konkret Johannes Linschoten vor Augen, der in seiner Arbeit auf dem Weg zu einer phänomenologischen Psychologie William James im Prinzip ganz im Gleichschritt mit Husserl darstellt. Und dabei greift er eben auch auf die Darstellung von Aaron Gurvitch zurück, der ähnliche Anreize gegeben hat, um die Psychologiegeschichte, die Phänomenologiegeschichte in Richtung des Pragmatismus auszurichten. Ich bin dem gegenüber skeptisch eingestellt, weil ich die Grundhaltung des Jameson Werks, einen radikalen Empirismus zu formulieren, nicht nur für günstig halte. Ich denke, dass gerade transzendental-philosophische Aspekte in der Phänomenologie dabei nicht immer deckungsgleich abgebildet werden können. Natürlich ist es so, dass man jetzt hier auch eklektisch amalgamieren könnte, dass man einen Teil des Pragmatismus sich heraussucht, der für die beispielsweise deskriptive Psychologie innerhalb der Phänomenologie günstig ist, aber grundsätzlich bin ich nicht der Auffassung, dass das exklusiv für den Pragmatismus wäre. Jedenfalls bin ich an verschiedenen Stellen auf Autorinnen und Autoren gestoßen, die eine Nähe zum Pragmatismus suchen, die versuchen, William James, der ja gemeinhin auch als einer der Gründerväter der Experimentalpsychologie gilt, in die phänomenologische Bewegung mit hineinzuziehen und so vielleicht auch zu rechtfertigen, weswegen die Phänomenologie Mitspracherecht in der Psychologie haben solle. Anders gesagt, also wenn James ein wesentlicher und eminenter, einflussreicher Psychologe ist, gleichzeitig aber auch so etwas wie ein Phänomenologe avant la lettre, dann ist es doch wohl so, dass die Phänomenologie auch Bleiberecht in der Psychologie haben muss und Experimentalpsychologie haben muss. Das scheint mir so etwas wie ein wissenschaftssoziologischer Taschenspielertrick zu sein. Also grundsätzlich ist es allerdings so, dass ich zur Kenntnis zu nehmen bereit bin, dass der Pragmatismus ebenso wie die Phänomenologie eine vielgestaltige, eine heteromorphe Bewegung ist, bei dem man sicherlich ganz gut unterscheiden muss, ob es sich jetzt um Pearson oder Jameson Pragmatismus handelt und welcher Teil der phänomenologischen Bewegung auf der Gegenspielerseite damit in den Dialog gebracht wird. Also eine zumindest auf zwei Dimensionen frei variierbare Gleichung. Aus dem ganzen Gesagten möchte ich für den Eingang, und eigentlich liegen mir auch noch Fragen zum Neukantianismus und zur Phänomenologie selbst auf der Seele, aber ich weiß sehr wohl, dass ich, wenn ich jetzt noch weitere Fragen stellen würde, diese erste bereits verwässern würde, möchte ich dieses Anliegen zum Pragmatismus auf eine einfache Frage herunterbrechen, aus der sich dann hoffentlich ein Gespräch ergeben kann. Und das ist die Frage: Was glaubst du denn, Sebastian, ist das grundsätzliche Verhältnis zwischen Phänomenologie und Pragmatismus? Gibt es hier ein
eine Schnittmenge? Gibt es ein bloßes Kontaktnehmen von zwei unabhängigen Disziplinen? Oder würdest du so weit gehen, wie es eben die erwähnten Gurvic, aber vermutlich noch eher Linshoten und dann später Max Herzog getan haben, als zu sagen, dass man James durchaus auch mit seinem Pragmatismus als Bestandteil und sozusagen auch widerstandslosen Bestandteil der phänomenologischen Bewegung rechnen könnte? Danke für die Einleitung und für die Frage, die ja sehr wichtige Frage. Also fangen wir vielleicht mal bei James an. Also das Werk, das bei den Phänomenologinnen und Phänomenologen am meisten rezipiert wurde, zumindest bei Husserl ganz klar, ist natürlich Principles of Psychology, Principles und Varieties of Religious Experience. Man muss aber eben sehen, dass für James, also ich bin jetzt kein James-Forscher, kein James-Experte, aber James hat die Psychologie und den Pragmatismus in seinem Werk durchaus getrennt. Das waren für ihn nicht zwei identische Programme. Die Principle Psychology hat er geschrieben, bevor er dann sich dem eigentlichen Pragmatismus und die wichtigen Vorträge dann in England und woraus dann eben das Buch Pragmatism, New Wine in Old Skin, Old Wine in New Skins, so rum, ja, hervorgegangen ist. Also das sind zwei verschiedene Projekte für ihn. Die Principles, also Psychology ist für ihn ein Projekt, eben könnte man durchaus im brentanoischen Sinne verstehen. Also er hat auch zum Beispiel mit das Buch hier mit wem hat er den Briefwechsel gehabt? Wundt. Ne? Also er hat da auch diese Leute in Deutschland gekannt und auch mit denen korrespondiert und auch der Kontakt war ihm wichtig. Psychology ist eben durchaus im Sinne der deskriptiven Psychologie Brentanos zu verstehen. Das ist eine empirische Disziplin. Und dann gibt es einen Pragmatismus und das ist eine philosophische Disziplin, die eben dann doch sowas wie Wahrheitstheorien aufstellt, also die pragmatistische Wahrheitstheorie und dann eben auch so in den Bereich der Ethik ganz stark hineingeht. Das ist also sozusagen erstmal bei James selbst, muss man sozusagen da unterscheiden. Dann ist die Frage, was haben die Phänomenologen und Phänomenologinnen von James rezipiert? Und bei, wie gesagt, Husserl, habe ich das schon gesagt, war das in erster Linie eben dieses psychologische Werk. Ja? Und was Husserl da geschätzt hat, war natürlich auch diese rein deskriptiven Beschreibungen. Also was bei Husserl immer wieder, was Husserl selber sagt, was auch also fast ein bisschen heruntergespielt wird von Husserl. Also einerseits sagt er, ja, dass die Sachen mit den Fringes, also den Fetzen der Erfahrung, das hat er aufgenommen. Das sagt er immer beiläufig, ist aber deswegen eigentlich wichtiger für Husserl, als er zugibt, weil das natürlich eine Antizipation des Horizontbewusstseins, des Horizontbegriffs ist für die Phänomenologie, was natürlich für Husserl enorm wichtig ist, ja, und für die ganze Phänomenologie und damit eben natürlich auch über Brentano hinausgeht, ja, was dann eben im weiteren Sinne dann eben zur Idee der Lebenswelt führt, nicht? Also als Horizont aller Horizonte. Also vielleicht kann man da mal ansetzen. Also Verhältnis von Pragmatismus und Phänomenologie würde ich sagen, ist erstmal natürlich die Beschreibung des Alltäglichen. Ja, also dass man so dem Alltäglichen, dem commonsensical life, dem everyday life, dem vorwissenschaftlichen Leben, wie das Husserl sagen würde, sozusagen sein eigenes Recht zurückgibt. Ja, also dass man sozusagen das schätzen lernt und ja, und ich meine natürlich beim Pragmatismus ist natürlich in der angelsächsischen Tradition der Common Sense Philosophy, nicht? Also dass man den Common Sense sozusagen wieder aufwertet, dass man sozusagen in einer Explizitmachung der normalen Urteile des Common Sense eine eigene philosophische Position sieht. Dagegen wendet sich die Phänomenologie natürlich ganz bedeutend, nicht? Also ich meine, das muss man also sagen. Also einerseits natürlich würde der späte Husserl sagen, ja, natürlich sowas wie die Beschreibung der vorwissenschaftlichen Lebenswelt ist ganz, ganz wichtig. Die These eben, dass jede wissenschaftliche Aussage irgendwo verankert sein muss in lebensweltlichen Umständen. Andererseits aber eben dann damit auch der ganz große Unterschied, nämlich der Bruch mit der natürlichen Einstellung, was für die Phänomenologie natürlich entscheidend ist. Ja. Also von daher Verhältnis
Also ich finde, ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Also ich finde auch, der Pragmatismus muss in diese Tradition hineingesehen, hineingelesen werden, ist Teil davon. Ich habe jetzt die ganze Zeit wenn man von Phänologie redet, also ich habe jetzt die ganze Zeit von Husserl gesprochen. Natürlich muss man auch jemanden wie Heidegger bedenken. Ich finde Heideggers Existenzialanalyse ganz klar natürlich pragmatistisch beeinflusst. Natürlich sagt dann auch Heidegger immer wieder solche ärgerlichen Dinge, ja, ja, das ist der Pragmatismus, das ist dieses amerikanische oberflächliche Philosophieren, was dann überhaupt nicht in die Sphäre des Seinsdenkens hineinreicht, das ist solchen Unsinn. Und das kann man ruhig stehen lassen, das möchte ich nicht rausredigieren, das halte ich wirklich für Unsinn, diese Rhetorik bei Heidegger. Heidegger hat sich immer dagegen gewendet, aber wie so oft bei Heidegger wendet er sich gegen Dinge, die ihm eigentlich sehr nahestehen, um natürlich die eigene Originalität zu unterstreichen. Also von daher, ich sehe diese Bewegung als durchaus vergleichbar. Aber natürlich, es gibt eben doch auch Bedeutung. Also ich meine, vergleichbar, also was sind die vergleichbaren Punkte? Eben Ansatz bei dem vorwissenschaftlichen vorbegrifflichen Denken oder vorbegrifflichen Leben. Das hat eben auch natürlich mit der Lebensphilosophie gemeinsam, dass man das aufwertet, dass man dafür sozusagen einen eigenen Blick bekommt, der natürlich eben diese Freilegung dieser Lebenswelt, dieses vorwissenschaftlichen Lebens überhaupt erst voraussetzt, weil nämlich die These, die Philosophie des deutschen Idealismus und so weiter hat eben hierfür überhaupt keinen Blick gehabt und natürlich auch schon dann der Positivismus, der natürlich immer schon sozusagen von der wissenschaftlichen Weltbild sozusagen eingenommen war. Ja, also dass man sozusagen diese Schichten abträgt, so redet ja auch Husserl, also von Abtragen von Schichten. Der Unterschied eben dann ganz wichtig, also ich rede jetzt nicht von dem Seinsdenken bei Heidegger, was sozusagen der Unterschied wäre, sondern der Unterschied ist dann natürlich dann spätestens bei Husserl mit der transzendentalen Wende da, dass für Husserl natürlich Phänomenologie ab einem gewissen Punkt eben eine Form von transzendentalen Philosophie sein soll. Und das ist eben dann der, und da unterscheidet man sich dann. Also die Phänomenologie als Transzendentale soll eben auch die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung von Welt festlegen. Nicht nur das, sondern diese Bedingungen der Möglichkeit in einer Wesensbeschreibung formulieren. Also die Phänomenologie als Philosophie ist dann Wissenschaft, wenn sie Wesenseinsichten formulieren kann. Also wesentliche Merkmale des intentionalen Bezogenseins auf die Welt. Und das ist natürlich was der radikale Empirist, der Pragmatist eigentlich ablehnt, die Idee, dass man zu Wesensaussagen kommen kann oder kommen muss. Oder anders gesagt, der Pragmatist würde sagen, das kann man machen, muss man aber nicht. Das bringt etwas, was vielleicht sozusagen die eigentliche Aufgabe verdeckt, nämlich eben das Pragmatische in der Welt sein gerecht zu beschreiben. Also von daher, das wäre sozusagen meine vorläufige Antwort auf diese Frage. Herzlichen Dank. Ich ergreife nochmal die Gelegenheit, Hannes muss es mir verzeihen, direkt darauf zu antworten, weil mich das brennend interessiert. Ich finde, dass deine Einschätzung genau richtig abwägt. Es gibt hier Berührungspunkte, es gibt vielleicht auch konstruktives Potenzial für eine beiderseitige Befruchtung, aber man muss es mit Vorsicht genießen und man sollte sich nicht überstürzt auf James stürzen, vielleicht etwas hemdsärmlich formuliert. Naja, also ich sehe die Tendenz, wenn wir jetzt an die Pittsburgh-Schule, also nicht unbedingt diejenige, die du vorhin erwähnt hast, die Hegelianer, sondern die Psychologen denken, die Psychologinnen und Psychologen, also an die Georgie-Schule sozusagen, dass hier William James allzu oft als Gewährsmann ins Feld geführt wird und vielleicht auch etwas methodenunkritisch. Jedenfalls möchte ich, so wie es für Fipsi Tradition ist, nämlich eine Quelle zu verwenden, hier an dieser Stelle aufgreifen. Ich habe, während du gesprochen hast, in meinen eigenen Dokumenten eine kurze Passage gefunden, in gewisser Weise einen Nachruf, der von Adolf Reinach auf William James geschrieben worden ist, in der genau diese Ambivalenz zum Ausdruck kommt, vielleicht etwas überkritisch, von der wir gerade gesprochen haben. Also ich würde ganz kurz eine kleine Passage vorlesen.
dann nochmal kurz sagen, was ich von ihr halte, die sich in einem von, ich glaube, 1910 geschriebenen Text von Adolf Reinach findet. Dort schreibt er, wie gesagt, nur einen Auszug: James betont an allen Stellen den empiristischen Charakter seines Systems. Alle Abstraktionen haben für ihn einen Wert, niemals an sich, sondern nur, insofern sie unmittelbar oder mittelbar zu Verifizierungen führen, insofern irgendwelche praktischen, handgreiflichen Konsequenzen aus ihnen entspringen. Aber die pragmatische Richtung erlaubt auch eine Stellungnahme zu den religiösen Problemen, welche, wie James meint, sonst nur den rationalistischen Gedankengängen möglich war. Der Pragmatismus steht dem Gottesbegriff keineswegs feindlich gegenüber, er wendet auf ihn seine methodischen Mittel an, wie auf andere Begriffe auch. Wenn dieser Begriff geeignet ist, die Wirklichkeit zu erklären, wenn er sich mit anderen Wahrheiten einheitlich verschmelzen lässt, wenn er sich als lebensfördernd erweist, dann wird ihn der Pragmatismus zulassen müssen. Denn ist es wahr, dann ist es wahr, dass Gott existiert. Von diesen Gesichtspunkten aus vermag der Pragmatismus, ein religiöses System aufzubauen. Freilich von dem Geheimnisvollen und Mysteriösen der Religion bleibt hier nichts übrig. Gott ist eine Hypothese, wie die kinetische Gastheorie auch. Jeden Tag kann eine andere, bessere gefunden werden, die ihn ersetzt. Von eigentlich religiösen Begriffen wird man hier nicht mehr reden können. Nirgends tritt die ganze Geistesart des Pragmatismus deutlicher zutage als an diesem Punkte. Die Welt erscheint nach dieser amerikanischen Theorie wie ein großes Bankhaus. Ein bestimmtes Kapital ist da, nicht mehr, nicht weniger. Nun gilt es zu überlegen, wie es am besten anzulegen ist. Nichts Wirkliches ist außer ihm vorhanden und alle Erwägungen richten sich darauf, mit ihm möglichst günstig zu wirtschaften. Gut und anerkennenswert ist alles, was hier Nutzen und Förderung verspricht, aber beiseite bleibt. Soll alles, was diese praktische Anwendung nicht gestattet, bleiben. Es könnte das Geschäft nur stören. Das, wovon das Gedeihen abhängt, ist nicht so sehr das Kapital selbst, als die Art, wie es verwaltet wird. Das ist das weitere Bemerkenswerte dieser Theorie, dass sie das Schwergewicht legt nicht auf die gegebene unbeugsame Wirklichkeit, sondern auf die freie schöpferische Gestaltung durch die Menschen. Die Freiheit, die sie hier vorfinden, gibt den Vertretern der Theorie ihr Hochgefühl. Der Pragmatismus hat einen demokratischen Charakter, meint James, er beugt sich keiner Autorität, er ist durchaus lebensfroh, auf jede Hypothese geht er ein und von all den vielen sich feindlichen Richtungen darf er das nehmen, was er brauchen kann. Er hat und braucht keine Stütze in einer von vornherein vorhandenen Welt, die ihm ihre Gesetze auferlegt, wie der Rationalismus lehrt. Er baut ja erst die Welt auf, im Fortgang seiner Erfahrungen, ohne jede gebietende Autorität, auch hier im Vollgefühle seiner Freiheit. So glaubt er, einen Standpunkt einzunehmen, der auch seine Vorurteilslosigkeit und durch die Fülle von Macht, die er dem Menschen gibt, alle anderen übertrifft. Eine Passage, die sicherlich genau das zeigt, was du gerade schon an Heidegger kritisiert hast, ein Anti-Amerikanismus, der das hier auf die Philosophie überträgt und deswegen nicht mehr als ganz neutral gewertet werden kann. Was aber dennoch als Quäntchen Wahrheit darin steckt, ist diese Idee des Pragmatismus, dessen, was ich als das Principle of Observability kennengelernt habe. Die Idee, dass man zwischen zwei Konzepten nur dann begründet ist, zu unterscheiden, wenn sich eine beobachtbare Differenz finden lässt. Das heißt also, die Pneuma-Lehre ist überflüssig, weil sich keine empirische Beobachtung anstellen lässt, die sie unterscheidet von dem Vakuum. Und dementsprechend können wir pragmatisch das Pneuma als Begrifflichkeit aus der Physik ausschließen. Es ist also so etwas wie eine Form von Ockhams Rasiermesser. Und das wird jetzt hier übersteigert formuliert als eine kapitalistische Geistesart. Ich will diese kulturkritische Parallele nicht überstrapazieren. Ich glaube nicht, dass es darum im Kern gehen kann, aber beißt es sich nicht tatsächlich mit der Wesensanalyse, die du eben angesprochen hast? Ist es nicht so, dass wir, wenn wir in den logischen Untersuchungen Husserls den Unterschied Abstraktion versus Ideenschau oder Analyse von Spezies von Wesenheiten finden, dass es hier einen klaren Kontrast gibt. Kurzum, meine Frage, die ich an dich stellen würde, greift vielleicht über auf das weitere Feld und sagt, was ist denn überhaupt das Verhältnis zwischen
Phänomenologie und Empirismus schlechthin. Okay, ja, schön. Danke für das Zitat von Reinach zu James. Das kannte ich nicht. Das ist sehr interessant. Du hast es ja klar gesagt, also das Anti-Amerikanische, das mit dem Bankhaus und so weiter, das kommt natürlich sehr schön raus. Gell? Ich meine, vielleicht doch mal da anzusetzen. Also ich meine, diese Vorwürfe halte ich für nicht für trivial. Also ich meine, natürlich stimmt es so nicht. Und das ist alles ein bisschen überspitzt und natürlich auch von großer Unkenntnis dem amerikanischen Wesen gegenüber geprägt. Aber ja, ich mal überlegen, wie ich jetzt ansetze. Also zunächst mal mit der Religion. Also die pragmatische Fragestellung ist ja nicht, was ist die Religion, was ist Gott, sondern die Frage ist, was für ein Phänomen ist das religiöse Bewusstsein als Faktum im menschlichen Bewusstsein. Also diese Idee, dass wir nach etwas Höherem streben, also die Frage, ne, die kantische Frage, was darf ich hoffen? Und da würde der Pragmatiker natürlich auch sagen, ja, das ist eben auch etwas, was eben ineradicable ist, also das kann man nicht also unausrottbares Element. Und die Frage ist dann eben nicht, was stimmt das wirklich? Also ich meine, ist es wirklich so, dass eben unser Hoffen und Sehen auf etwas Transzendentes geht, sondern was bedeutet das als psychologisches Phänomen? Das ist die pragmatische Fragestellung. Und dann die These, die sich daraus ergeben könnte, wäre, ja, ich meine, es ist nicht wichtig, ob du an einen Gott glaubst, ob es diesen Gott wirklich gibt. Und die Frage ist, was bringt es für dich? Ja, also whatever, ich meine, im Englischen gibt es diese Formulierung, whatever floats your boat, ja. Also was immer dein Schifflein zum Fahren bringt, ist gut genug. Und du kannst natürlich dann das nennen, Glauben an meinen religiösen Gott, welcher Offenbarung auch immer. Das ist gar nicht wichtig. Das Wichtige ist, was sind die psychologischen Mechanismen, die da am Gang sind, die dich sozusagen dazu bewegen, dich sozusagen morgens aus dem Bett zu begeben. Ja? Das ist sozusagen der pragmatische Ansatz. Und um das vielleicht mit der Wesensanalyse zu verbinden, also der Anspruch des Pragmatikers ist nicht, Wesensaussagen über den menschlichen Geist zu formulieren, sondern Beschreibung der Phänomene, die in unserem Leben relevant haben, zu geben. Also Beschreibung zu geben von Dingen, die uns das Kriterium zu einer gewissen Aktion verleiten, ne, zu einer gewissen Handlung. Also was ist das, was uns motiviert, etwas zu tun, im Gegensatz dazu etwas zu lassen? Und ob es eine Wesensaussage des Menschen ist, jeder Mensch hat ein religiöses Bewusstsein oder jeder Mensch sehnt sich nach dem Transzendenten oder denkt über das Transzendente nach, ist eine Aussage, die müsste man erst verifizieren. Ja? Der Anspruch der Phänomenologie ist natürlich, Wesensaussagen zu treffen über Bewusstsein, das eben nicht menschliches Bewusstsein sein muss. Ja? Also die Intentionalität ist das Bezogensein des Bewusstseins auf einen Gegenstand ist eine Aussage, die wesentlich für jedes Bewusstsein zutrifft, sei das Bewusstsein von Tieren, von Menschen oder wie Husserl sagt in dieser berühmten Passage, also auch, wo es um die Wahrnehmung geht, also die Wahrnehmung ist eine Abschattung gegeben, der Wahrnehmungsgegenstand, auch Gott, wenn er Wahrnehmung hätte, müsste eben auch, würde auch die Dinge nicht anders als eine Abschattung sehen. Darum geht es der Phänomenologie. Und also meine Kritik, also was ich immer dazu sage, ist, ich bin nicht gegen Wesen, ich bin, also das eidetische Projekt der Phänomenologie ist nicht falsch, aber letztlich, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Kritik des Pragmatismus, reduziert man dann eben das Bewusstsein, das menschliche Bewusstsein eben auf ein gewisses Destillat. Ja? Also wenn man sozusagen alle möglichen Dinge wegabstrahiert und sagt, okay, was kann man über das Bewusstsein an sich sagen, dass man eben sagt, okay, Intentionalität in der Wahrnehmung, also als die Form von Bewusstsein, zu der wir Zugang haben, gibt es den Wahrnehmungsgegenstand in Abschattung, Horizontbewusstsein, Zeitbewusstsein,
In der Einfühlung haben wir Zugang zu dem anderen Menschen, allerdings nicht zu seinem Innenleben. Also sind Aussagen, wo der Pragmatiker sagen würde, ja, sehr schön, schön und gut, aber letztlich erfahren wir nicht viel über das Menschliche, über das sozusagen das Wesen mit Leib und Seele und Blut, nicht? Und ich meine, das trifft sich eigentlich auch, wenn man überlegt, mit der Dilthey'schen Kritik, nicht? Also wenn Dilthey sagt, also der Lebensphilosophie, das kantische Subjekt da fließt kein echtes Blut durch die Adern des kantischen Subjekts, ihr kennt diese berühmte Formulierung, das trifft sich damit eigentlich, ja? Also Wesensanalyse, schön und gut, was kriegt man davon von Menschen? Relativ wenig. Und das ist, glaube ich, auch der Kritikpunkt. Also ich meine, James hat großen Respekt gehabt vor Husserl, aber eben auch zu sagen, ja, man, was erfährt man letztlich über den Menschen mit Fleisch und Blut? Relativ wenig. Und der Mensch mit Fleisch und Blut ist eben auch geschichtlich situiert. Ja? Also ist es durchaus möglich und für manche Pragmatisten sogar auch sehr begehrenswert, dass der Mensch irgendwann kein religiöses Bewusstsein mehr hat. Nicht? Also wenn man jemanden wie Rorty denkt, nicht? Also wo eben die Idee ist, dass die Emanzipation, die Aufklärung ist dann zu ihrem Ende gekommen, wenn der Mensch eben nicht mehr das Gefühl hat, er müsste sich einem höheren Wesen beugen. Also wenn man das sozusagen wegtherapieren könnte, à la Wittgenstein. Das sind die großen Unterschiede, würde ich sagen, zwischen diesen beiden Ansätzen. Ja, vielen Dank, ihr zwei. Ich schalte mich jetzt auch mal wieder ein in die Diskussion. Ich würde das so Revue passieren lassen, dass das Problem, an dem wir gerade arbeiten, das zu sein scheint, man es so ausdrücken könnte, als würde es uns jetzt darum gehen, ein Venn-Diagramm zu malen, nicht wahr? Wir haben die Menge des Forschungsinteresses des Pragmatismus und die der Phänomenologie und wir suchen nach der Schnittmenge. Und für mich war der entscheidende Punkt zur Beantwortung dieser Frage, den du gemacht hast, Sebastian, wo du gesagt hast, dass die Gemeinsamkeit beider Ansätze darin zu suchen ist, dass sie die Sphäre des Vorwissenschaftlichen zu erschließen suchen. Und der Unterschied darin besteht, dass der für den Pragmatismus in der Alltagswelt im Common Sense anzufinden ist und für die Phänomenologie in der Lebenswelt. Und das Problem ist jetzt, den Lebensweltbegriff aufzuklären, weil er schillert. Ne? Was meint die Lebenswelt genau? Und ich denke, dass das in phänomenologischer Sprache ausgedrückt die Schnittmenge dadurch erhellt werden kann, indem man eben zwischen den verschiedenen Einstellungen unterscheidet. Ich glaube, das ist ja relativ trivial. Die Frage ist eben die danach. Es gibt ein eindeutiges Matching-Verhältnis, eine eindeutige Übereinstimmung, wenn wir sagen, wir vergleichen Alltag und Common Sense mit natürlicher Einstellung. Da besteht auf jeden Fall eine Schnittmenge und jetzt könnte man sagen, man müsste den Stellenwert der natürlichen Einstellung für die Phänomenologie und ihre Methode eruieren, um den Stellenwert des Pragmatismus für die Phänomenologie feststellen zu können. Also in dem Maß, da die Phänomenologie abhängt von der natürlichen Einstellung, kann sie lernen vom Pragmatismus, der gerade da brilliert in der Beschreibung dieser Ebene. Jetzt kann man aber auch sagen, gut, aber wir haben ja auch noch die verschiedenen Reduktionen. Und am Ende der Phänomenologie steht eben die phänomenologische Einstellung. Das haben wir jetzt verhandelt als Wesensanalyse. Und wenn man das beispielsweise transzendentalistisch interpretiert, sieht man, okay, wir haben dieses Problem, das du jetzt angesprochen hast, Sebastian, als das Problem der Lebensnähe oder dass der Ansatz nicht mehr sanguin ist. Ne? Es hat plötzlich nichts mehr mit dem zu tun, was man gemeinhin versteht, wenn man sagt, ich spreche jetzt aus dem Leben. Ne? Das ist keine Philosophie mehr, die mir in meiner persönlichen Lebensführung weiterhilft, beispielsweise. Aber ich denke, dass das nicht so eindeutig sein muss. Und während ihr gesprochen habt, habe ich mich zurückerinnert an den Kontext, in dem wir uns kennengelernt haben. Der war, glaube ich, noch etwas früher als die Summer School in Köln. Und das war nämlich diese Konferenz der ICNAP-Gesellschaft, also die phänomenologische Konferenz der amerikanischen Gesellschaft. Das hatte ich auch nicht mehr im Kopf, weil wir da ja nur per Zoom teilgenommen haben und das deshalb so ein bisschen nicht diesen Konferenzcharakter hatte. Aber in dieser Konferenz wurde ein Thema verhandelt, das für die Diskussion jetzt gerade nützlich sein kann, dass das unsere Diskussion anreichen kann. Das war das Problem des Paradoxes der psychologischen Reduktion.
Ich will das jetzt nicht alles aufrollen, sondern nur auf den einen Punkt zu sprechen kommen. Ein wesentlicher Ansatzpunkt, um dieses Paradox zu beheben oder anzugehen, ist zwischen verschiedenen Interpretationen des Verhältnisses von natürlicher und phänomenologischer Einstellung nachzudenken. Das Paradox der psychologischen Reduktion besteht darin, dass wir, es ist analog, strukturanalog zum Paradox der Subjektivität. Also wie kann es sein, dass der Mensch oder das Subjekt eben zugleich Träger der Erfahrung ist, also das erfahrende Subjekt, aber auch Objekt der Welt, das erfahren wird. Ne? Für die Phänomenologie haben wir hier ein Paradox, weil es nicht eindeutig auf eine der drei Einstellungen abbildbar ist. Und jetzt gibt es verschiedene Lösungsangebote. Man kann beispielsweise sagen, transzendentale Phänomenologie oder die phänomenologische Einstellung muss im Sinne der Krisis verstanden werden bei Husserl. Und da entwickelt er im Wesentlichen zwei Ideen. Die eine Idee ist die, die man bezeichnen kann als die Idee der Wiederkehr, der Rückkehr. Ja, wir vollziehen die phänomenologische Einstellung, wir schauen die Wesenheiten, begeben uns aber zurück in die natürliche Einstellung, die von Grund auf transformiert wird dadurch und versuchen, die geschauten Wesenseinsichten jetzt zur Anwendung zu bringen. Husserl verwendet dafür das Bild, dass auch der Phänomenologe noch ein Bürger ist und er natürlich auch in der politischen Sphäre agieren muss. Es gibt eine andere, weniger hoffnungsvolle Interpretation, die von David Carr beispielsweise bevorzugt wird. Und das ist die Interpretation der Instabilität. Da heißt es, die transzendentale, also der Blick aufs Transzendentale kann sich gar nicht halten. Die phänomenologische Einstellung ist eine idealisierte Einstellung, die immer dazu tendiert, zurückzuschlagen in die natürliche Einstellung, weswegen sie von Grund auf von ihr abhängig ist. Das wäre die Position, in der die Phänomenologie vermutlich am meisten vom Pragmatismus lernen könnte. Eine Position, die wir der Gewissenhaftigkeit halber auch noch berücksichtigen müssen, ist die, in der gar keine Hoffnung besteht. Die Position der Autonomie, so wie sie Husserl in den Ideen beispielsweise vorstellt, wo es heißt, die transzendentale Phänomenologie erschließt ein vollständig unabhängiges und eigenständiges, weites Feld von Forschung. Das steht für sich. Da hat der Pragmatismus gleich wenig mit zu tun wie die Psychologie oder andere Ansätze. Genau, also ich denke, das sind die drei wesentlichen Interpretationen, die wir hier abwägen müssen, um die Frage noch einmal genauer anzugehen. Und die ersten zwei scheinen mir für einen fruchttragenden Diskurs die vielversprechendsten zu sein. Und ich denke, dass mich also vielleicht einmal bis zu diesem Punkt, da interessieren mich deine Gedanken, wie du das Ganze siehst. Ich weiß, dass du an diesen Themen auch schon gearbeitet hast. Und ich erinnere mich daran, dass du bei dieser Tagung ab und zu einen relativ kritischen Ton angestimmt hast. Einer, der auch mir nahegelegen hat, was eine Stimmung unter den Amerikanern dort gewesen ist, war zu sagen, die Return, also die Interpretation der Wiederkehr ist die beste. Daraus können wir am meisten machen, indem wir phänomenologisch die Wesenheiten schauen und den Erfahrungsbegriff transformieren. Und ein Punkt, an dem das kulminiert hat, war zu sagen, hier findet keine natürliche Einstellung mehr statt, sondern sie wird verwandelt in die personalistische Einstellung. Plötzlich sehen wir die Dinge in ihrer Abhängigkeit von der Person, für die sie gegeben sind. Nicht wahr? Und das hat natürlich gewisse problematische Implikationen, weil hier die Tendenz besteht, Phänomenologie dann mit qualitativer Forschung auch zu vermengen oder dass man sagt, das ist dann eine Form von Psychologismus und so weiter. Also da würde mich einfach interessieren, wie du den ganzen Kontext einschätzt und wo du genau die Linie für unser Venn-Diagramm ziehen würdest. Ja, hast du ein bisschen Sprung gemacht. Vielen Dank, schön. Also zunächst mal zu der Frage der natürlichen Einstellung. Also man muss ja fairerweise sagen, und da hat Husserl, glaube ich, recht, die Idee des Bruchs mit der natürlichen Einstellung kommt ja daher, dass man die natürliche Einstellung überhaupt nur in den Blick kriegen kann, wenn man eine andere Einstellung eingeschlagen hat, eingenommen hat. Nicht? Also in dem Moment, wo man die, also das ist ein hegelscher Move sozusagen, in dem Moment, wo man die natürliche Einstellung als natürliche Einstellung sieht, hat man sie bereits verlassen. Ja, das ist sozusagen diese hegelsche Idee der Antithese. Und ich finde das richtig. Ja? Also ich meine, natürlich kann man, und das ist übrigens auch der Unterschied, würde ich sagen, zwischen einer hermeneutischen Phänomenologie und einer transzendentalen Phänomenologie. Ja, also die hermeneutische
Also das ist, glaube ich, Heideggers Idee, warum er auch die Reduktion ganz ablehnt. Ich meine, diese könnte man als vierte Alternative noch ins Feld führen. Die hermeneutische Alternative wäre zu sagen, man braucht gar keine Reduktion, weil man die natürliche Einstellung in sich selbst auslegen kann. Ja. Was natürlich auch ein bisschen methodisch ein bisschen naiv ist, weil natürlich auch dann kann man sagen, diese Idee der Auslegung der natürlichen Einstellung gibt es ja auch erst dann, wenn man eine reflexive Distanz hat zur natürlichen Einstellung. Und das lässt Heidegger gar nicht gelten. Aber auch das nochmal als Alternative sozusagen in den Raum geworfen. Nicht? Also erstens, Reduktion braucht man gar nicht oder Bruch mit der natürlichen Einstellung braucht man gar nicht, weil man sie intern innerhalb ihrer selbst auslegen kann. Die Frage ist dann, wenn man das tun kann, wozu braucht man denn überhaupt noch Philosophie? Ist ja dann eigentlich obsolet geworden. Also in der Tat, der Unterschied, den würde ich auch so ziehen, wie du das gesagt hast, zwischen Pragmatismus und Phänomenologie ist eben doch die Idee, dass also erstmal methodisch und dann sachlich. Methodisch erstmal ein reflexiver Bruch mit dem gerade hinleben, so nennt es Husserl ja auch, diesem straightforward Leben in die Welt hinein, erstmal gebrochen werden muss. Also reflexive Rücknahme von den natürlichen Lebensvollzügen bringt erst diese Lebensvollzüge überhaupt in den Blick. Und dann ist natürlich die Frage, welches ist die Einstellung, aus der man die Beschreibung vollzieht? Und das ist dann natürlich die philosophische oder die phänomenologische Einstellung. Dann ist die Frage, was ist das Verhältnis dieser? Und da kommen wir jetzt eben zu dem Problem des Rückkehrs, also, oder das Verhältnis beider Einstellungen. Da gibt es eben diese verschiedenen Ansätze. Vielleicht mal bei dem zweiten angesetzt, Instabilität. Die These von David Carr, meinem guten Freund, ist natürlich beeinflusst von jemand wie Merleau-Ponty, nicht? Die Idee, dass die Reduktion nie vollkommen vollzogen werden kann, halte ich für relativ unplausibel, weil natürlich ist es immer so, dass jede Beschreibung, die behauptet, sich völlig von dem freizusprechen, von dem, was sie beschreibt, natürlich davon kontaminiert ist. Also, dass da sich sozusagen Elemente mit einschmuggeln, das ist sozusagen unvermeidlich. Das ist aber auch kein Argument gegen die reflexive Haltung. Also von daher halte ich diese These, also die Carr-These geht meines Erachtens auf Merleau-Ponty zurück, halte ich für Unsinn. Die Sache mit der Rückkehr, das sagt Husserl selber auch, ja, halte ich für auch, das halte ich für so überhöht, ja. Also Husserl, das weißt du ja auch, Husserl vergleicht es eben mit der religiösen Konversion, nicht? Also nach dem Motto, also sonntags geht man in die Kirche und dann vollzieht man eben eine religiöse Epoché und betrachtet sein weltliches Leben und sagt, ah, du musst dein Leben ändern und dann komm ich aus der Kirche raus und beschließe, okay, jetzt ab morgen werde ich ein neuer Mensch, ja? Und der alte Adam ist sozusagen von mir abgefallen. Also das halte ich auch für so eine religiöse Überhöhung dessen, was die Philosophie überhaupt leisten kann. Natürlich die Idee, dass die Philosophie ein völlig neues Feld erschließt, ist in der Krise auch. Und die Metapher, die er da verwendet, das hast du jetzt nicht verwendet, aber das werfe ich nur ein, um diese Idee zu veranschaulichen, ist halt die Idee der Dimension. Also Husserl redet eben von der tiefen Dimension, nicht? Und er macht da, darüber habe ich mal einen rein historischen Aufsatz geschrieben, weil das ganz interessant ist, ganz schön, die Geschichte dieser Idee, dass man eben im normalen Welt, in einer zweidimensionalen Welt lebt. Also das gibt eben einen Roman, einen englischen, also The Flatland und wie das Tiefen, also wo die dritte Dimension hinzukommt. Ich vergesse, wie das heißt. Also da gibt es eine ganze Tradition eines britischen Romans aus dem 18. 10. Jahrhundert, worauf sich dann Helmholtz beruft. Helmholtz wiederum beruft sich auf Fechner. Wo diese Idee aufgreift. Also, die Idee ist, dass wir eben in der normalen Welt, in einer zweidimensionalen Welt leben oder eine Welt mit einer begrenzten Anzahl von Dimensionen. Und die philosophische Reflexion eröffnet eben eine tiefen, eine weitere Dimension, in der eben also wenn man von Dreidimensionen redet, wird eben die zweidimensionale Welt quasi ja, im Hegelischen Sinne bewahrt, nicht? Also, sie wird sozusagen aufgehoben. Eine tiefere, aber sie wird eben in dem, was sie ist, auch bewahrt.
Also das sind auch die Alternativen. Ich halte all diese ganzen Probleme sind für mich, weil du mich gefragt hast, was mich dazu stehe, das sind für mich sozusagen Folgeprobleme, die sich bei Husserl ergeben aus dieser ganzen Idee des Bruchs mit der natürlichen Einstellung. Ich halte die alle für nicht sehr gewinnbringend. Ja, also ist es denn so, und das sind wir vielleicht noch wieder ein bisschen bei der Psychologie, was vielleicht euch mehr interessiert, ist es denn wirklich so, dass die Phänologie etwas beschreibt, was die Psychologie nicht beschreibt? Und da gibt es ja bei Husserl selber die Aussagen, nein, das ist eine Parallele zwischen Psychologie und transzendentaler Phänologie. Was ist dann der Unterschied? Naja, die Vorzeichenänderung. Ja, gut, das mag ja stimmen, aber dann kann man sich, dann kommt der Pragmatist in mir raus, der sagt, so what? Ja, also wenn das wirklich der einzige Unterschied ist, dass die da Klammern drum machen und das mit der Vorzeichenänderung versehen, dann brauche ich diesen ganzen methodischen Apparat überhaupt nicht. Was ich richtig finde, wie gesagt, ist eben die methodische, also methodisch substanziell. Substanziell ergibt sich eben nicht viel Neues. Es sei denn, da müsste man eben ganz klar sagen, es sei denn, der Phänologe behauptet und kann es beweisen, dass es eben Themenbereiche gibt in der Phänologie, die der Psychologe nicht bearbeitet. Ich rede die ganze Zeit übrigens im generischen Maskulin jetzt. Also gibt es da gewisse Bereiche, die sozusagen per Definition ausgeschlossen sind aus dem Forschungsbereich des Psychologen. Zum Beispiel Empathie, zum Beispiel Geschichtlichkeit des Bewusstseins, Geschichte selbst. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, mit Pragmatismus, so what? Und dann würde ich sozusagen bewahren wollen, die Idee, dass um die natürliche Einstellung auszulegen, man eine reflexive Einstellung auf diese natürliche Einstellung braucht, also eine gewisse neue Einstellung, die diese erste Einstellung überhaupt erst als solche in den Blick geraten lässt. Aber muss man dann eine Synthesis, also diese Rede gibt es bei Husserl auch, muss man dann versuchen, eine Synthesis zwischen beiden Einstellungen herzustellen, also sozusagen eine hegelische Synthesis, also eine höhere. Ja, dann ist man natürlich wieder dann kommt man in hegelisches Fahrwasser und sagt, okay, where is it going? Ja, also wo kommt man dann hin? Also was ist dann, bei Hegel ist das Ziel klar, zum Absoluten, ja. Das kann es ja wohl nicht sein in der Phänologie. Und von daher, also ich halte das alles für hausgemachte Probleme, die eben mehr Folgeprobleme aufwerfen, als wirklich sozusagen hilfreich sind. Und dann wieder zur Psychologie. Also wenn eben der Unterschied zwischen Phänologie und Psychologie eben rein in der Einstellungs-, im Einstellungs-, in der Vorzeichenänderung besteht, würde ich sagen, so what? Es sei denn, man kann sagen, es gibt gewisse Bereiche, wo die Phänologie weitermacht, wo die Psychologie aufhören muss, aus irgendwelchen methodisch gesetzten Grenzen. Und die Frage ist dann wieder an den Psychologen verwiesen, um zu sagen, ja, wir haben gewisse Limitationen und da kommen wir nicht weiter. Also sozusagen die Frage geht dann an euch, ne? Ich antworte noch einmal kurz, bevor ich Alexander dann ausholen lasse. Also jetzt sind wir sicherlich an dem Punkt angekommen, den du eingangs versprochen hast, wo du auch provokativ wirst oder gerade wo du eben das So What. Das So What ist dieser Punkt, wo ich auch eine gewisse Provokation höre. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine Lanze für den Transzendentalismus brechen will. Der steht mir selber auch relativ fern. Aber es ist doch so, dass dieses Verhältnis wohlbestimmt sein will zwischen Phänomenologie und Psychologie auch. Du hast die Frage des So What ja so ausbuchstabiert, dass du danach gefragt hast, mit welchem Recht wir davon sprechen, dass die Phänomenologie von der Psychologie unabhängige Gegenstandsbereiche erschließt. Und ich denke, dass eine schöne Antwort darauf die sein könnte, die ja hier bei Fipsi gewisserweise schon sprichwortartig geworden ist. Alexander sagt das immer wieder gerne, dass du musst dann gleich ergänzen, Alexander, ob es ein Zitat von Husserl oder von Graumann war, ich bin mir gerade unsicher, dass Psychologie ohne Phänomenologie zu betreiben, so wäre wie Physik mit natürlichen Einheiten zu betreiben. Also wenn wir eine Psychologie betreiben ohne Phänomenologie, dann ist das so, als würden wir mit Ellen und Fuß messen. Und die Phänomenologie ist erst das für die Psychologie, was die Geometrie für die Physik ist. Also sie ist hier die Grundlagenwissenschaft, die Einheitlichkeit herstellt und die
Das wäre jetzt jenseits dieser Analogie, die auch darüber hinaus noch das, was Psychologie betreibt, erst in den sinnvollen Rahmen eines großen Ganzen der Bewusstseinsforschung einordnet. Also insofern würde diese Interpretation würde nahelegen, dass das Verhältnis das von Grundlagen- und Anwendungswissenschaft ist, was natürlich dann, wenn man diese These jetzt einem Nicht-Philosophen, sondern einem Psychologen oder einer Psychologin jetzt da eben vortragen würde, sicherlich auch zu Widerständen führen würde. Also ich denke, dass das Selbstverständnis der Psychologie im 20. Jahrhundert sicherlich dadurch gekennzeichnet worden ist, dass es um eine Abgrenzungsbewegung von der Helferinnenschaft oder auch der Abhängigkeit von der Philosophie geht und dass die Ansprüche, die im 19. Jahrhundert noch selbstverständlich waren, heute eben geradezu lächerlich wirken. Also hier die Psychologie als Markt der Philosophie aufzufassen, die vielleicht noch zur Inspiration dienen kann, um gewisse Detailanalysen voranzutreiben, ist sicherlich nicht mehr zeitgemäß. Trotzdem ist es nicht so, dass aus der historischen Entwicklung geradeaus auf das Abhängigkeitsverhältnis zurückgeschlossen werden darf. Das müssen wir auch systematisch betrachten. Und wenn wir bei der Analogie bleiben von Grundlagen- und Anwendungswissenschaft, dann gibt es natürlich schon eine gewisse Unabhängigkeit, nicht in der Sache, aber in der Betrachtungs- und Abstraktionsebene der verhandelten Gegenstände. Also ich denke, dass man das Ganze so relativ unkontrovers aufschlüsseln könnte und da eine Verbindungslinie herstellen kann. Das beantwortet natürlich noch nicht das Problem, das uns jetzt auf einer noch tiefer liegenden Ebene beschäftigt hat, was du jetzt ausgesprochen hast, als die hausgemachten Probleme. Die hausgemachten Probleme und ihre Folgeprobleme, die sich in der transzendentalistischen Interpretation der Phänomenologie vorfinden lassen. Also das ganze Problem von Wiederkehr, Instabilität und so weiter. Ne? Jetzt habe ich die Antwort, die ich geben möchte, schon angedeutet, indem ich gesagt habe, in der transzendentalistischen Interpretation der Phänomenologie. Meine erste Reaktion, als ich das gehört habe, war an Eberhard Hervé Lallemands Aufsatz zu denken, die Antithese Freiburg, München und eben daran zu denken, dass gerade dieser Aspekt der Husserlschen Lehre ja der Anlass dafür war, dass die Phänomenologie früh schon zersplittert ist. Von Anfang an ein heteromorpher Diskurs war, in dem verschiedene Stimmen versucht haben, eben das zur Sprache zu bringen. Also hier wäre meine Reaktion die von das, was Phänomenologie bedeuten kann, unabhängiger von dem zu machen, was Husserl gesagt hat und mehr die Phänomenologie zu begreifen als ein Diskursfeld, das eben verschiedene Stimmen erlauben, zur Geltung kommen lassen kann, hören kann und da eben als stärkste Gegenstimme die realistische oder seinsphilosophische Interpretation der Phänomenologie auf den Plan zu rufen, in der dieses Problem nicht mehr auf dieselbe Weise besteht, dass wir die Erfahrung zweiteilen in natürliche und phänomenologische Erfahrung, sondern, um es eben mit diesem Wort von Max Scheler zu sagen, der das ganz gut auf den Punkt gebracht hat, eine Position zu entwerfen, in der die Ideen mit den Dingen sind. Also weder vor den Dingen noch nach den Dingen noch in den Dingen, sondern die Ideen, die Wesenheiten sind Gegenstände der Erfahrung, wie andere Gegenstände auch. Das ist hier eine grundlegende Alternative, die allerdings in der Rezeptionsgeschichte einfach nicht auf dieselbe Weise aufgegriffen wurde, weder in der Philosophie und noch in der Psychologie und in der Psychologie sicherlich noch mal bedeutend weniger als in der Philosophie. Ja, also das ist sehr schön, weil ich meine, die Erwähnung der Münchner, also ich meine, klar, da sind wir eigentlich fast wieder beim Pragmatismus, nicht? Also ich meine, die Idee, und das war eben das Schisma schon ganz früh in der Phänologie, war, es anders zu sagen, Phänologie ist nichts anderes als eine Forschungsgemeinschaft, die sich darin gegenseitig versichert, Beschreibung aus der First-Person-Perspective, also aus der Erfahrungsperspektive zu geben. Also, und da gibt es eben dann auch so schöne Geschichten bei Spiegelberg, der darüber berichtet, der war ja selber Teil der Münchner Gruppe, also dass die Leute über Wein geredet haben, Weingeschmäcker und Geruch von Tabak, nicht? Und bei Husserl gibt es eben dann ganz klare Aussagen, das ist für ihn, er hat einen polemischen Begriff, Bilderbuchphänomenologie. Ja? Also anders gesagt, die Bilderbuchphänomenologie, und ich meine, der polemische Begriff von Husserl ist eigentlich auch richtig gefasst. Ja, man beschreibt einfach Bilder von Erfahrungsgegenständen, Erfahrungszuständen
Und das ist durchaus pragmatisch, also im Sinne von, ja, was immer mir sozusagen wichtig erscheint, darüber kann ich eine Beschreibung geben, und das ist, Phänologie ist eben nichts anderes. Und der Great Divide kommt dann da, wo Husserl eben ganz wie du in dem Sinne, wie du sagst, sagt, nein, die Phänologie muss eine reine Disziplin werden und damit eben eine Grundlagenwissenschaft für die Anwendungswissenschaft, wie zum Beispiel Psychologie, aber nicht nur die Psychologie. Zum Beispiel auch Psychopathologie, nicht? Also das Verhältnis zwischen Husserl und Jaspers, wo Jaspers eben so ein bisschen auch pikiert ist darüber, dass Husserl ihnen so sagt, ja, sie machen ja nur Anwendung, nicht? Und damit machen sie auch sehr schön, aber lassen Sie mich sozusagen bei den reinen Wesenheiten bleiben, bei den Essenzen. Ja? Und ich finde, also ich meine, ich finde es gut dargestellt, so als grundsätzlicher Unterschied der Auffassung, was Phänologie soll. Und klar, also für Husserl, also für diejenigen, also die Husserl darin folgen, dass die Phänologie eine philosophische Wissenschaft sein soll. Hätten vielleicht auch nicht alle Münchner mitgemacht, also als eine strenge Wissenschaft, muss sie eben zu Wesenseinsichten kommen, die eben qua Wesenseinsichten, dadurch, dass sie Wesenseinsichten sind, Grundlagen sind für Anwendungswissenschaften. Und ob man diesen Weg gehen muss, entscheidet sich eben darin, ob man eben den Anspruch hat oder die Ambition hat, dass die Phänologie eine philosophische Wissenschaft sein soll. Und das war, ich würde auch sagen, beim frühen Husserl der logischen Untersuchung noch alles andere als klar. Also eine Sache ist natürlich, den Psychologismus zu widerlegen, aber ob damit gleich die Phänologie in eine philosophische Position gedrängt werden muss, ist damit folgt daraus nicht notwendig. Und ich finde, das ist eine gute Weise, wie man die beiden Auffassungen von Phänologie charakterisieren kann. Aber nochmal eben zur Idee der Grundlage. Meine reine Psychologie als die reine Grundlegungswissenschaft für empirische Psychologie, also die Idee, dass man eben Definitionen geben kann von Bewusstseinszuständen, die nicht reduzierbar sind auf das menschliche Wesen, wäre etwas, was meines Erachtens auch vorgezeichnet wäre innerhalb einer Psychologie als einer empirischen Wissenschaft. Ja. Also dazu muss man nicht den philosophischen Anspruch haben. Der philosophische Anspruch ist nämlich dann bei Husserl eben der letzten Gründung. Ja. Also ich würde durchaus sagen, ich meine, da könnt ihr mich korrigieren, aber ich meine, es ist durchaus vorgezeichnet innerhalb einer Psychologie, dass man sagt, es gibt eben sowas wie sozusagen der Lehrstuhl reine Psychologie und der Lehrstuhl angewandte Psychologie. Und der eine ist natürlich unilateral abhängig vom anderen. Aber deswegen muss man nicht den philosophischen Schritt gehen, zu sagen, das ist eine letztgründende Wissenschaft. Und das ist natürlich Husserls Anspruch. Und darin hat man natürlich, darin, genau dafür hat man ihn ja auch kritisiert. Herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich glaube, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern gut verständlich machen sollten, was es mit der Reduktion und der phänomenologischen Einstellung grundsätzlich auf sich hat. Und das ist etwas, was wie alle philosophischen Grundsatzfragen eigentlich auch die höchste Herausforderung ist. Die philosophische Untersuchung von Spezialproblemen geht oftmals leichter von der Hand als eine Definition, eine Bestimmung zu liefern, die eigentlich alles umfasst. Hier muss man am genauesten vorgehen, hier muss man klar sehen, dass jedes Wort Konsequenzen hat und jede kleine Modifikation das ganze System unter neue Vorzeichen setzen kann. Insofern möchte ich einfach mal an dieser Stelle ganz kursorisch, ganz ja, vielleicht auch hemdsärmlich einen Eindruck davon geben, dass mit dem Einstellen, mit dem Sich-Einstellen in der phänomenologischen Einstellung, in der phänomenologischen Epoche etwas gemeint ist, was als eine Universalstruktur des Denkens erst einmal auch aufgezeigt werden muss, zu sagen, wir als denkende Wesen, als erfahrende Wesen sind eigentlich schon immer eingestellt. Und ob das jetzt eine natürliche, eine wissenschaftliche oder eine phänomenologische Einstellung ist, das ist eben
eine notwendige Analyse, die sich erst aus einer bestimmten Perspektive ergeben kann. Also der Blick auf das Eingestelltsein selbst ist hier dasjenige, was den Anfang macht, aus dem sich dann die Perspektive auf eventuelle Reduktionen ergibt. Und diese Reduktionen sind jetzt wiederum strittig, denn zumindest bei Husserl finden wir einen ganzen Blumenstrauß an möglichen Reduktionen und die Konferenz der Nordamerikanischen Föderation für den interdisziplinären Austausch über Phänomenologie, von der ihr vorhin gesprochen habt, die hat sich ja gerade auch der Frage nach der psychologischen Reduktion gewendet. Hier ist es also gar nicht so klar, wie die Grenzen zu ziehen sind, wie wir vorgehen können. Ich erinnere mich daran, wie ich, als ich, bevor ich verstanden habe, was es mit Phänomenologie auf sich hat oder halbwegs es verstanden habe, einmal eine Einführung in die Philosophie schlechthin gelesen habe von Josef Maria Buchensky, der dann sagte, der frühe Husserl kannte eine Reduktion, der spätere Husserl kannte da eine zweite und um sie zu unterscheiden, verwendete er die Begriffe erst phänomenologische Reduktion, dann transzendentale Reduktion. Und der Vorwurf, der er dann gegen die Münchner, gegen die Gegenstandsphänomenologie, so wie sie ja von Paul Ferdinand Linke genannt worden sind, ausgesprochen hat, war, dass sie diese zweite Reduktion nicht verstanden haben, dass sie nicht mitgehen. Und das ist auch ein Vorwurf, den er teilweise gegenüber Psychologinnen und Psychologen geäußert hat. Ich denke gerade an einen Briefwechsel mit August Messer, der ja in Würzburg Denkpsychologe gewesen ist und der versucht hat, eine Einführung in die Psychologie zu schreiben, die husserlianisch geprägt war. Wahrnehmung und noch irgendetwas anderes, Wahrnehmung und Denken oder so heißt diese Schrift. Und daraufhin hat er also auch im Diskurs über die Frage Phänomenologie als strenge Wissenschaft mit Husserl, also in den, wenn ich mich recht erinnere, früheren 1910er Jahren, in diesem Briefwechsel von Husserl hören müssen, dass er die transzendentale Seite der Phänomenologie nicht verstanden hat. Das ist also offenbar ein Generalverdikt gegen verschiedene empirisch gerichtete, deskriptiv-psychologische, bilderbuchphänomenologische Denkarten. Und natürlich kann man das Blatt dann umwenden. Man kann sagen, also ist es tatsächlich so, dass hier Husserl die Interpretationshoheit hat? Ist er dazu imstande, das so zu beurteilen? Oder gibt es nicht auch begründete Stellungnahmen von der Gegenseite, die vielleicht unterstellen, dass Husserl hier etwas nicht verstanden hat? Das macht dann einen lebendigen Diskurs. Hier entsteht eine Kontroverse. Ich glaube zumindest mit gewissem Recht behaupten zu können, dass Husserl hier nicht nur weil er gewissermaßen eine Gründerfigur ist, den Alleinvertretungsanspruch aussprechen kann und deswegen zu entscheiden hat, was gilt und was nicht gilt, so ähnlich wie ja Sigmund Freud in der Psychoanalyse so eine Apotheose vorgenommen hat, so eine Selbsterhebung zum Gott der eigenen Geistesströmung. Wenn Husserl sowohl Heidegger als auch Max Scheler vom Tisch wischen möchte, indem er ihnen sagt, sie gehören der sogenannten phänomenologischen Bewegung an und implizit also dieser Bewegung seine eigene Orthodoxie entgegenhält, dann sind das eben so totalitaristische Züge, die vielleicht etwas die eigene Position ungerechtfertigterweise bevorzugen. Aber das ändert ja die Sachfrage nicht. Die Sachfrage ist, wie können wir die Beziehung zwischen Pragmatismus und Phänomenologie mit Hinblick auf die Reduktion verstehen? Und die Frage, die mir, während ihr beide diskutiert habt, die mir aufgekommen ist, ist, ob nicht der Pragmatismus selbst eine spezifische Einstellung nimmt. Und wenn ich mich frage, welche Einstellung das wäre, dann könnte man sagen, ließe die sich abbilden auf, den Vergleich hast du vorhin bemüht, Sebastian, auf Brentano zum Beispiel, und dann sagt man, das ist deskriptive Psychologie, das ist vielleicht nur die erste Stufe der Reduktion und damit fällt die Jamesche Arbeitsweise vielleicht mit der Bilderbuchphänomenologie zusammen. Oder es gibt vielleicht so etwas wie eine pragmatische Reduktion, es gibt eine pragmatische Einstellung,
Und die in deren Mittelpunkt könnte ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen als den Begriff Pragma, als den Begriff Handlung, der ja den Kern des Ganzen ausmacht. Ich glaube, ich habe schon einmal in der Geschichte von Fipsi diese Anekdote erzählt, die James berichtet. Er ist mit seinen akademischen Freunden campen gegangen, in den Wald gegangen, und dann ist er Feuerholz suchen, und währenddessen entbricht ein Streit zwischen seinen 10 Begleitern, und er ist der 11. Und zwar ist dieser Streit, handelt davon, ob das, also sie beobachten ein Eichhörnchen, und jetzt ist die Frage, wenn das Eichhörnchen um den Baum herum klettert, so dass es gewisserweise eine vollständige Kreisbewegung um den Baum macht, man selbst aber mit gleicher Winkelgeschwindigkeit um denselben Baum genau dem Eichhörnchen gegenüber um den Baum schreitet und das Eichhörnchen deswegen niemals zu Gesicht bekommt, dann ist die Frage, hat man das Eichhörnchen umrundet oder nicht? Also das Eichhörnchen ist gewisserweise virtuell gesprochen eigentlich immer mit der Bauchseite zu unserer Bauchseite gewesen. Haben wir das Eichhörnchen nun umrundet oder nicht? Und jetzt können wir uns vorstellen, 5 waren dafür zu sagen, wir haben es umrundet, denn wir haben ja den Punkt an den Baum, an dem das Eichhörnchen saß, umrundet. Und 5 sagen, wir haben es nicht umrundet, denn wir waren ja immer bäuchlings zum Eichhörnchen. Und jetzt kommt James und soll diesen Streit schlichten, kommt zurück vom Feuerholz suchen und seine Antwort ist, das hängt ganz davon ab, was wir mit umrunden meinen. Und das ist diese pragmatische Pointe zu sagen, das entscheidet im Prinzip eine Handlung, eine pragmatische Dimension des Seins, mit der wir eigentlich immer schon in der Tat sind, bei dem wir uns immer schon verhalten, die so etwas wie eine radikal antikontemplative Ausrichtung ist. Und sie ist ja immer wieder verglichen worden mit der Bergsonschen Lebensphilosophie. Also ich denke, dass hier eine gewisse Pointe ist, zu fragen, wenn es eine pragmatische Position im Verhältnis zur Reduktion gibt, dann wäre sie doch sicherlich mit der Handlung beschäftigt. Und wenn ihr es mir gestattet, dann würde ich genau in diese Kerbe schlagend gewisserweise unter Beweis stellen, was ich vorhin mit archivarischer Natur gemeint habe, denn mir ist in eurem Gespräch nochmal eine andere Passage in den Sinn gekommen, nämlich in Erkenntnis und Arbeit, einem Text von Max Scheler, in dem er William James bespricht, kommt er auf genau diese Frage zu sprechen oder ungefähr diese Frage. Und zwar findet sich da die folgende Passage. Wenn der Pragmatismus den positiven, exakten Wissenschaften an erster Stelle einen praktischen Beherrschungszweck zuweist, so ist das also sicher nicht falsch. Es ist vielmehr eitle Geckenhaftigkeit, die positive Wissenschaft zu gut oder zu vornehm zu befinden, dem Menschen Freiheit und Macht zu geben, die Welt zu lenken und zu leiten. Falsch am Pragmatismus aber ist es, dass er anstatt in dem Prinzip möglicher technischer Zwecksetzung nur ein Auswahlprinzip der möglichen Gegenstände des Wissens zu sehen. Das Wissen der Gegenstände selbst, schließlich die Idee des Wissens überhaupt, die Idee der Erkenntnis und Wahrheit ferner, die reine Logik und so weiter, pragmatisch abzwecken und also erst verständlich machen will. Denn was auch das Auswahlprinzip für die Gegenstände möglichen Wissens sei, so muss doch Wahrheit immer Sachübereinstimmung sein, ferner Wissen immer Teilhabe an diesem also ausgewählten So sein. Nur darum kann jenes Wissen, auch jenes pragmatisch abgezweckte, praktisch reüssieren, weil es wahre Teilhabe ist, weil also die Urteile formal richtig und sachwahr sind. Nicht aber ist nur dasjenige Wissen und Wahrheit, was unserer Handlungen Erfolg bestimmt. Dieser sogenannte neue Wahrheitsbegriff des Pragmatismus ist eben ein vollendeter Unsinn. Eine Einseitigkeit des Pragmatismus ist es ferner, das Bildungswissen, seine Eigenart und sein Werdensziel sowie auch das Erlösungswissen überhaupt gar nicht zu sehen. Oder wo er diese wertübergeordneten Wissensziele zu sehen scheint, die Wertrangordnung der Wissensgüter in ihr genaues Gegenteil umzukehren. Für die Bildung, das heißt für die freie Selbstentfaltung aller Geisteskräfte der Person und für das Wachstum des Geistes, des Subjektiven und Objektiven durch Funktionalisierung von Wesenswissen,
In und durch Person ist aber alle mögliche Natur wie Selbstbeherrschung recht eigentlich erst da, keineswegs aber die Person und ihr Wachstum für ein Maximum von Naturbeherrschung. Und auch das Bildungswissen, wie es etwa die altchinesische Kultur bis zu einer Einseitigkeit ausgebildet hat, die dem Abendlande selbst in den Blütezeiten seiner humanistischen Strömungen ferne geblieben ist, ist nichts Letztes. Es dient jener Selbsterfassung des Urwirklichen im Menschen als einem seiner Teile und Funktionen, jener Seinswerdung des Makrokosmos im Sein des Mikrokosmos des menschlichen Bewusstseins, die in der Geschichte der Metaphysik und Religion die verschiedensten speziellen Deutungen erfahren hat. Wenn ich Scheler hier richtig verstehe, dann klagt er am Pragmatismus an, dass er die Wahrheit und das Wissen von der Handlung her denken will, vom Nutzen, von der Naturbeherrschung und von der Handlung. Ich stelle mir also die Frage, ob die sozusagen pragmatische Reduktion auf das Handeln nicht eben eine Verkürzung ist, ob wir, wenn wir eine phänomenologische Skala von Reduktionsformen, die Hannes vorschlägt, vorlegen würden, ob so etwas wie eine pragmatische Reduktion dabei nicht den Fehler machen würde, einige Dinge außer Acht zu lassen. Vielleicht ist es aber gerade das, was einen konstruktiven Pluralismus auf den Plan ruft, bei dem man sagt, vielleicht sind die anderen Reduktionsformen dasjenige, was die praktische, die pragmatische Seite des Lebens außer Acht lässt. Und hier wäre also eine Komplementierung, eine gegenseitige Komplementierung erforderlich. Vor diesem Hintergrund würde ich dich, lieber Sebastian, gerne fragen, was du davon hältst. Denkst du, dass der Pragma-Begriff so ein Fundierungsbegriff des Wissens in der pragmatischen Philosophie, in der pragmatischen Einstellung ist? Oder ist es ein Missverständnis, was hier bei Scheler auftaucht? Okay, eine sehr komplexe Frage, zu der könnte man viel sagen. Ich mag auch deine Wortprägung, pragmatische Reduktion. Das werde ich mir merken. Habe ich noch nie gehört. Dazu könnte man viel sagen. Zunächst mal, also Scheler spricht natürlich pro domo, wenn er dann natürlich den Pragmatismus kritisiert. Der redet dann, also ich meine, was bei ihm impliziert ist, ist diese Ordnung, die kosmische Ordnung. Und ich meine, das ist natürlich dann eine Wende in der Phänologie zum Religiösen oder zum Metaphysischen hin, die dann auch Husserl übrigens auch sehr unsympathisch war oder wo er damit sehr gefremdelt hat. Also das ist natürlich dann sozusagen Schelersche Agenda, die da ins Spiel kommt. Aber Zweck, ja, also in der Tat ist das Ideal der Phänologie, also zumindest bei Husserl, reine Beobachtung. Ne? Also ich meine, die Idee, dass man eben nur dann vorurteilsfrei beschreiben kann, wenn man eben die Position der Phänologie eingenommen hat, die Husserl ja auch bezeichnet als unbeteiligten Zuschauer. Das ist ja genau der Punkt. Also unbeteiligt. Also nur wenn ich unbeteiligt bin, also wenn ich sozusagen mich rausziehe aus allen pragmatischen Verhältnissen sozusagen, um es mal so zu sagen, also aus allen Zweckbindungen, dann erst kann ich in die wahre Einstellung der Phänologie kommen und die reine Beschreibung besteht eben darin, dass sie eben nicht Werte und Interessen geleitet ist. Und das ist für Husserl die Idee der reinen oder strengen Wissenschaft. Und die ist natürlich auch vorgebildet, natürlich, in der griechischen, also in der abendländischen Tradition, also schon bei Platon. Also ich meine, das ganz alte, die Idee, dass man eben aus der, nur wenn man aus der Höhle herauskommt, das Sonnenlicht Angesicht zu Angesicht sieht, nur dann hat man sozusagen das wahre Wissen. Also das, und das ist übrigens auch genau das, wenn man also sozusagen diese polemischen Darstellungen liest, der Pragmatiker, also gerade bei Rorty, ne? Also ich meine, das ist dann immer die Kritik, ist immer, ja, also jemand wie Kant oder auch Husserl möchte eben einen Platoniker, möchte eben diese platonische Ideal rekreieren, dass man eben nur dann Wahrheit hat, wenn man Wahrheit aus oder Wissen aus allen pragmatischen Verhältnissen heraus abstrahiert hat. Und da kommt dann wieder der Pragmatist, der sagt, so what? Ja, also was bringt es mir? Ne? Und die pragmatische Idee ist, dass eben
Wahrheiten nur dann, also vielleicht geht es weniger um Wahrheiten, weniger um propositionale Wahrheiten, als das, was der Phänomenologe meint oder der klassische Philosoph, der platonische Philosoph, also sozusagen Propositionen, die übereinstimmen mit der Wahrheit da draußen. Und dann sind wir eben der Spiegel der Natur, the mirror of nature, das ist ja das kritische, das polemische Begriff, sondern eben, dass alle, also dass das wichtig ist im Leben, das haben wir anders gesagt, nicht? Also was sozusagen wirklich zählt im Leben, sind so Sachen wie Glauben, deswegen wieder Religion, also Glaubenssätze, Überzeugung, Beliefs, ja. Also der Humeische Begriff des Belief ist ganz zentral. Also was zählt sozusagen bei uns im Leben? Und da würde der Pragmatist sagen, übrigens wie auch der Kulturphilosoph, jemand wie Cassirer, Wissenschaft ist eine der Weisen, wie wir uns in der Welt verhalten. Und das ist natürlich wichtig, weil natürlich das Bedürfnis danach, geht ja um, also im Pragmatismus ist ja der Ansatz, welchem Bedürfnis folgen wir, wenn wir sowas wie reine Wissenschaft betreiben. Es gibt eben doch ein Bedürfnis im Menschen, ein Wissen zu erlangen, was frei von allen pragmatischen Zusammenhängen ist. Und da finde ich eben auch den Pragmatismus eben mit sowas wie der kassiererischen Kulturphilosophie sehr, sehr kompatibel. Kassierer würde zum Beispiel sagen, ja, Wissenschaft treiben ist eine wichtige Weise, wie wir uns in der Welt orientieren wollen. Und das reine Wissen, also sozusagen der menschliche Geist in seiner höchsten Vollendung, findet sich eben in der vollkommenen Abstraktion von allem Lebensweltlichen, eben in der Mathematik, der reinen Wissenschaft, die am besten mathematisch und rein formelhaft vorgeht, also wo sozusagen auch eine Formelsprache gefunden ist, die von aller weltlichen natürlichen Sprache abstrahiert ist. Das ist Kassierer. Aber der Punkt ist eben, das ist eine der Weisen, also für Kassierer würde ich sagen, eine der Weisen, wie wir kulturschaffend tätig sind. Also Sprache, Dichtung, Musik, Kunst sind andere Weisen. Und das ist, glaube ich, der pragmatische Ansatz. Also die pragmatische Einstellung ist zu sagen, welchem Bedürfnis, welchem menschlichen Grundbedürfnis entsprechen gewisse, jetzt sage ich es mit Kassierer, symbolische Form. Und die Wissenschaft wäre eine symbolische Form. Also es gibt ein Bedürfnis zu sagen, wir wollen ein Wissen haben, was rein von allem Pragmatischen ist. Und das ist eben sozusagen abgebildet in sowas wie reine Mathematik oder formaler Logik. Es gibt aber andere Bedürfnisse, die anders befriedigt werden, durch zum Beispiel die Produktion von Kunst, die Produktion von Musik, die Produktion von Literatur. Sprache als miteinander sprechen, Gemeinschaftsbildung, also wie machen wir es, dass wir gemeinschaftlich zusammenleben, dann damit ist, deswegen ist eben für die Pragmatiker eben sowas wie jemand wie Rorty ganz besonders die Form der Demokratie so wichtig, ja? Also als Form, wie wir uns organisieren, also dem menschlichen Bedürfnis entsprechen, uns in Frieden irgendwie miteinander klarzukommen, ohne uns gegenseitig zu töten. Also die Idee, dass man das auf den Zweck reduziert, wie das bei Scheler klingt, finde ich sehr unfair. Der Pragmatiker würde vielmehr sagen, also der pragmatische Wahrheitsbegriff wäre sozusagen, welchem Bedürfnis entsprechen welche Handlungen und was für Handlungsanweisungen kann man geben, damit diese Handlungen diesem Bedürfnis entsprechen und dieses Bedürfnis befriedigen. Damit wäre der Unterschied, glaube ich, bezeichnet. Also der Pragmatiker müsste, glaube ich, sagen, also das wäre zumindest der Pragmatiker in mir. Man muss anerkennen, dass es sowas wie reine Beobachtung geben kann und geben darf. Es aber als alleinigen höchsten Zweck, also sozusagen Selbstzweck darzustellen, der menschlichen Aktivität, ist eine Verkürzung dessen, was zu dem der Mensch fähig ist. Das ist die pragmatische Einstellung. Also der pragmatische Wahrheitsbegriff ist, welche Glaubenssätze machen wirklich einen Unterschied im Leben? Make a difference, ja, wie man im Englischen so schön sagt. Und da geht es eben wirklich darum, um
Handlung im Sinne von dessen, was wirklich einen Unterschied macht, darin, uns zu einem befriedigenden Leben zu führen. Das ist doch pragmatische, das ist die pragmatische Fragestellung, wie ich sie verstehe. Das ist tatsächlich eine schöne Formulierung und wie vorhin gesagt, die basalen Bestimmungen in der Philosophie sind oft die riskantesten. Man macht sich damit natürlich in vielerlei Hinsicht angreifbar, aber dennoch, gerade hier, finde ich, ist es gut gelungen, wobei ich unmittelbar, das ist eben philosophischer Reflex, dann fragen muss, was ist denn das Leben, das hier befriedigend geführt wird? Wo kommt der Lebensbegriff hier? Und vorhin angedeutet hatte ich ja, dass James und Bergson nicht nur befreundet waren, sondern in ihrer Philosophie auch so manche Parallele hatten, auch wenn man im Detail auch Divergenzen findet. Da würde ich eben fragen, ob es hier Beziehungen zur Lebensphilosophie gibt, ob der Begriff des Lebens eine Präsupposition, ein Axiom der pragmatischen Philosophie ist. Aber neben dieser Frage möchte ich auch noch auf etwas anderes zurückkommen. Und zwar, wenn ich den radikalen Empirismus von James in seinen Grundzügen richtig verstanden habe, dann ist er ja der Versuch, das alte Problem der Beziehung von Empirismus und Rationalismus aufzuheben. Also nicht zu überformen, nicht zu einer Synthese zu kommen, sondern auf eine Ebene zu gelangen, die die Konfliktposition, ob wir nun von den Begriffen herkommen oder von den Impressionen herkommen, diesen zu beheben, als ein abgeleitetes Problem darzustellen. Und das ist ja auch etwas, was wir in der Phänomenologie in ganz ähnlicher Weise finden. Aber da ist es doch so, dass wir jetzt genau sagen müssen, welchen Pragmatismus meinen wir? Ist für dich William James der paradigmatische Pragmatiker? Oder wie ist es denn zum Beispiel mit Charles Sanders Peirce, der ja Kantianer gewesen ist oder zumindest als Kantianer dargestellt worden ist? Ich habe mich auch schon im Laufe der letzten Stunde gefragt, wie ist es denn zum Beispiel mit Kant selbst, der ja eine Anthropologie aus pragmatischer Hinsicht geschrieben hat? Man unterscheidet ja teilweise zwischen einem deutschen Pragmatismus, wie zum Beispiel Wilhelm Jerusalem, und einem amerikanischen Pragmatismus. Würdest du sagen, dass der dem Pragmatismus in einer prinzipiellen Weise, egal in welcher Spielart, dieses Motiv der Handlung in Bezug auf das bedeutungsvolle oder befriedigte Leben eignet? Oder hast du dabei immer James vor Augen? Denkst du, dass die Phänomenologie sozusagen als parallele Frage ebenso etwas hat, wie jetzt vorhin die sogenannte Wesensanalyse, die wir in allen Spielformen finden? Oder gibt es hier bloß so etwas wie eine Familienähnlichkeit, wobei ich in Klammer setzen möchte, dass mich der Begriff der Familienähnlichkeit noch nie überzeugt hat? Er scheint mir in jeder Form von Wissenschaft eigentlich immer nur eine Lückenbüßerlösung zu sein. Natürlich ein gewitzter und auch kongenialer Gedanke bei Wittgenstein, der seine spezifische Rolle hat. Aber für mich wäre hier die Antwort zu sagen, alles, was Pragmatisten untereinander verbindet, sind Teilüberdeckungen zwischen einigen Protagonisten, aber nichts im Allgemeinen oder dasselbe eben von der Phänomenologie zu sagen, dass das eine Antwort wäre, die mich enttäuschen würde. Was meinst du dazu? Also darauf würde ich genauso antworten, wie Kassierer in Davos darauf antwortet, auf Heidegger, was ist Neukantianismus, und Kassierers Antwort ist, ja, ich kann keine substanzialistische, du fragst mich nach einer Substanz, nach einer substanziellen Antwort, ich kann dann nur eine funktionale Antwort geben. Und so würde ich es aber auch sehen. Also zunächst mal, also wer ist Pragmatist, wer nicht? Also ich meine, ich komme zum klassischen Pragmatismus eigentlich von Rorty her, vom Neo- oder modernen Pragmatismus. Rorty sind auch nicht mehr am Leben. Aber von daher würde ich sagen, also ich würde zunächst mal würde ich sagen, ich würde, wie auch bei der Phänologie im Übrigen, also ich würde die Idee, also eine substanzielle Definition, also dessen, was sozusagen das Wesenhafte der Phänologie ist, ablehnen. Also in der Hinsicht würde ich auch wäre ich auch in Hinsicht auf die Phänologie pragmatisch. Also ich finde es nicht fruchtbar zu sagen, wir müssen eine Definition von Phänologie anlegen und danach messen wir alle. Und das war übrigens auch, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, das war ja auch natürlich Husserls
Ansatz. Deswegen ist, hat Husserl natürlich auch so viel Haue bekommen und auch zu Recht. Ne? Also weil natürlich Husserl gesagt hat, ja, ich vertrete die Philologie und darüber hat sich natürlich auch jeder ein bisschen lustig gemacht. Nicht? Also man hat ihm gern sozusagen zugehört, wenn er über Philologie geredet hat, also Analysen betrieben hat. In dem Moment, wo er aber über das Projekt der Philologie geredet hat, haben alle weggehört. Ja? Also das war so ein bisschen so Frustration von Husserls Leben. Aber ich finde auch, die Kritik, die trifft ihn auch zu Recht, weil Husserl wirklich auch da genau, also eine Deutungshoheit da vorgelegt hat, wo alle anderen gesagt haben, ja, das schnürt uns eigentlich die Luft ab. Wir wollen hier was Freies machen. Und genau in der gleichen Weise würde ich das über den Pragmatismus sagen. Aber dennoch würde ich Folgendes sagen. Ich glaube, das ist nicht, das hatte ich vorhin schon angedeutet, ich halte es für eine nicht triviale Einsicht, dass der Pragmatismus, also in der Weise, wie man ihn sozusagen historisch identifiziert, ein amerikanisches Phänomen ist. Ich finde das durchaus keine triviale Sache. Also, dass Pragmatismus in dieser Weise in Amerika aufgetreten ist, in einem Land der Einwanderer, in einem Land, wo Leute gekommen sind, ohne Pfennig in der Tasche, von verschiedenen Walks of Life, verschiedenen Hautfarben. Und da sozusagen, ja, wir haben jetzt diese formale Gerüst der Demokratien und we have to achieve our country, wie das Rorty in einem seiner letzten Bücher gesagt hat, ist durchaus, halte ich, also für historisch, anthropologisch richtig, aber philosophisch auch nicht für trivial. In einem Land, in dem es sozusagen keine Tradition gibt, keine vorgefertigte, sondern wo die Leute zusammengekommen sind und pragmatisch versucht haben, miteinander zu leben, eben sowas wie eine Philosophie auftaucht, die Wesensaussagen ablehnt, ist durchaus nicht trivial. Ich habe jetzt gerade neulich wieder einen Vortrag von Rorty gehört, also auf YouTube, an den ich noch nicht kannte. Und da sagt das auf folgende Weise. Die traditionellen Philosophen und Rorty war im Übrigen natürlich ein großer Patriot, trotz aller Kritik an seinem Land. Patriot in der Weise wie Habermas ein deutscher Patriot, das würde ich sagen. Wo er sagt, ja, die traditionellen Philosophen haben immer versucht, das Wesen des Menschen zu finden. Uns geht es darum, und dem Pragmatismus geht es darum, das Wesen des Menschen zu formen. Ja? Zu formen eben aus neuen Erfahrungen. Und damit, dass man eben neue Erfahrungen aufnimmt und dann eben pragmatisch versucht, nach Lösungsvorschlägen oder Versuchen sucht. Ja? Und diese Identität, die dadurch nicht gefunden, sondern geformt wird oder sich formt, ist eben geformt durch die Umstände, in der sie leben. Und diese Umstände sind eben nicht trivialerweise eben sowas wie die Erfahrung der Einwanderung in einem Land, in einem Kontinent wie Amerika. Also und von daher, also ich will jetzt nicht sagen, dass Europäer darüber nichts sagen dürfen, über den Pragmatismus, aber ich halte es doch durchaus, also das ist sozusagen eine historische Bemerkung, die aber philosophisch meines Erachtens nicht trivial ist. Mir ist das sehr sympathisch, also Alexander weiß das schon, dir muss ich es noch einmal sagen. Vielleicht mein liebstes Zitat aus der Philosophiegeschichte ist das Wort von Fichte, wo er sagt, dass die Philosophie, die man wählt, im Wesentlichen davon abhängt, was für ein Mensch man ist. Das könnte man jetzt im Sinne von dem, was du ausgelegt hast, natürlich anwenden auf diese, ja, auf die bedeutendsten Lebenserfahrungen, die man eben als Kultur oder als Einzeldenker jetzt gemacht hat, dass die selbstverständlich sich übersetzen in das, was man philosophisch für gangbar und auch für erstrebenswert hält. Das ist ein Gedanke, der mir sehr nahe liegt. Und so wie du das jetzt schemenhaft skizziert hast, dass das ja der Schmelztiegel des jungen Amerikas jenseits von Tradition, weil sie einfach nicht übergreifend vorhanden war, eben versuchen müssen, einen gemeinsamen Grund zu finden, dass die Handlung hier die Antwort war, dass das naheliegend und einleuchtend ist. Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, wenn man das Ganze jetzt rückwendet auf die Diskussion, die wir geführt haben, und ich habe jetzt gerade noch einmal diese Passage von Scheler vor Augen, die Alexander vorgelesen hat, dass es natürlich ebenso verständlich ist, was die Abwehrreaktion der alten Welt teilweise mitbedingt, dann angesichts dieser neuen, jungen Philosophie, die da in Amerika entsteht. Scheler formuliert das ja so, dass er sagt, was nicht falsch ist am Pragmatismus, ist anzuerkennen, dass es praktisch-technische Zwecksetzungen gibt. Und was auch nicht falsch ist am Pragmatismus, ist zu sagen, dass der Sinn
der positiven Wissenschaften in der Generierung oder im Erblicken von Leistungs- und Herrschaftswissen besteht. Also Scheler kennt drei Reduktionen, die wissenschaftliche, die dionysische und die phänomenologische Reduktion. Die wissenschaftliche Reduktion erfüllt für ihn gerade diesen Zweck, den Menschen in diese Sphäre des Herrschafts- und Leistungswissens zu versetzen, die für ihn eine eigentümliche und auch eigengesetzliche Sphäre seiner Ethik eben ausmacht. Also Scheler ist jemand, der das Ganze schon anerkennen kann, aber der Fehler besteht für ihn eben gerade darin, wo jetzt auch aus der Perspektive der Amerikaner die Leistung besteht, nämlich das Wegkürzen alles anderen, das Wegkürzen der höheren geistigen Sphäre oder jetzt im Begriff der Reduktionen gesprochen, der dionysischen und der phänomenologischen Seite bei Max Scheler. Also wo für ihn das Problem bestehen würde, wäre zu sagen, dass so verständlich das auch sein mag, was in Amerika geschehen ist und so bejahenswert das in vielen seiner Züge ist, ist es dennoch so, dass wir es in einem Teil als Verfallsbewegung begreifen müssen. Und da ist die Frage für mich die danach, wie man den Begriff der Verfallsbewegung verstehen kann. Und der ist für mich gerade deshalb so virulent, weil ich ihn gerade versucht habe, deskriptiv zu gebrauchen, aber mir natürlich aufgefallen ist, er hat immer diese normative Komponente mit dabei. Das wird natürlich dadurch verschärft, dass wir hier auch jetzt eben an der Intersektion von Phänomenologie und Ethik diskutieren. Ne? Also wenn Pragmatismus heißt, höhere geistige Werte nicht anzuerkennen oder zu versuchen, auf Lebens- und Nützlichkeitswerte zurückzuführen, dann ist das das, was der axiologisch neutrale Begriff der Verfallsbewegung wäre. Und meine Frage ist jetzt die danach, ist das perspektivenabhängig? Kann man das nur als Europäer so empfinden? Und würde sich daraus die Forderung ergeben, dass wir angesichts der neuen Welt, in der wir drei jetzt ja alle leben, dass man sich hier einer Gemütsschule unterziehen muss? Ist das etwas, das man überwinden muss? Das Gefühl, dass hier etwas verloren geht, oder ist das etwas, an dem man festhalten sollte? Na, das ist meine systematische Frage, und ich will die jetzt verknüpfen mit einer Frage, die ich schon lange auf den Lippen habe in unserer Diskussion. Und ich denke, dass die im Hintergrund, vor dem Hintergrund deiner sehr internationalen Forscherkarriere, Sebastian, geradezu sich aufdrängt. Und das ist die wissenschaftssoziologische Ebene des Diskurses, den wir jetzt geführt haben. Wir haben ja das Verhältnis von Pragmatismus, oder ich habe jetzt versucht, das Verhältnis von Pragmatismus und Phänomenologie als eines von Amerika und Europa zu framen. Und jetzt können wir das Ganze wissenschaftssoziologisch ja auch so betrachten. Du hast gesagt, die fruchtbarste Zeit der Philosophie der letzten 200, 300 Jahre war zwischen 1900 und ungefähr 1930. Und jetzt schauen wir mal auf die Lage danach. Was ist geschehen? In der Psychologie beispielsweise wurden ja nach dem Weltkrieg mehr oder weniger alle Lehrstühle neu besetzt. Die alten Psychologen wurden ersetzt. Das hat zu dem geführt, was Alexandre Metro die Amerikanisierung der Psychologie genannt hat. Also mehr oder weniger einen kompletten Kurswechsel, wo vor den Weltkriegen alle Welt nach Deutschland geschaut hat für Cutting Edge, Bleeding Edge psychologische Forschung, war es danach eben so, dass alle in die Vereinigten Staaten geschaut haben. Und in der Philosophie findet ja eine ähnliche Bewegung statt, in der eben immer mehr Lehrstühle, die herkömmlicherweise oder traditionellerweise durch Kontinentalphilosophen besetzt waren, neu besetzt werden durch Denker, die mehr der analytischen Richtung zugeneigt sind. Florian Arnold, auch ein Freund des Podcasts hier, hat einmal gesagt, dass er die ganze Bewegung mit den Namen Wolfgang Stegmüller und Dieter Henrich beispielsweise in Verbindung bringt, die eben sich bemüht haben um die Erneuerung des deutsch-amerikanischen Dialogs und die dann eben auch viele Amerikaner mit zurückgebracht haben in die alte Welt. Genau, da würde mich einfach die Frage interessieren, ist das etwas, wie schätzt du diese Bewegung ein? Identifizierst du die gleich wie ich? Ist das etwas, das du begrüßt? Ist das unausweichlich oder müsste man da auf die Barrikaden? Also wie verhält man sich zu dem Ganzen? Mit dem Ganzen meinst du kontinental analytisch oder was genau? Ich meine es auf den zwei Ebenen. Also einmal verkürzt der Pragmatismus die geistige Wertsphäre, wie verhält man sich dazu ethisch? Und
Wie entwickelt sich wissenschaftssoziologisch die Universität in Europa? Geht da die Tradition verloren? Wie verhält man sich dazu wissenschaftssoziologisch? Okay, also ja, vielleicht fange ich beim Letzteren mal an. Also zunächst mal, also Amerikanisierung, ich meine, das ist natürlich auch wirklich, wirklich, wirklich ein unfairer Begriff, weil es wäre unmöglich gewesen, für die europäische Tradition weiterzuleben, wenn nicht so viele Emigranten damals die Möglichkeit gehabt hätten, in USA Stellen zu bekommen. Also ich meine, also die Anstrengungen, die von den Amerikanern unternommen wurden, Leuten wie Einstein, wie Cassirer und anderen Stellen zu verschaffen. Husserl übrigens auch. Husserl hat ja einen Ruf nach Southern California, wie ihr vielleicht wisst, den er ausgeschlagen hat. Also man hat sich unglaublich bemüht um die europäischen Denker und versucht, sie zu retten, ganz abgesehen von dem Versuch, normale Leute wie zum Beispiel Juden, die eben in Gefahr waren, auch zu retten. Also das finde ich eine sehr, sehr, also sehr europäische Perspektive, die historisch absolut falsch ist. Also das ist eine große Kontinuität zwischen dem kontinentaleuropäischen Wissenschaftsfeld der 30er und 40er Jahre und dem, was in den USA passiert ist, weil die große Kontinuität besteht darin, dass die großen Lehrstühle, die großen Denker, die Leute, also auch Leute wie Strauss, denkt Leo Strauss, waren alles Adorno, Carnap, also all diese Leute, Hannah Arendt, waren alles Europäer, die natürlich in Amerika unglaublich erfolgreich waren, weil die Amerikaner eben doch auch sich durch eine Offenheit auszeichnen gegenüber dieser großen Tradition. Auch übrigens William James war da sehr, sehr respektvoll. Also von daher, das ist das sozusagen das eine. Also von daher Verfall, ja. Aber, es gibt immer ein Aber, ja. Also das wissenschaftssoziologisch, ich meine, jemand wie ich, also du hast nach meiner Karriere gefragt, also Karriere weiß ich nicht, aber also im Sinne einfach des Brotverdienens, ich meine, für mich, ich sag immer meinen europäischen Freunden, die Deutschen haben mich ausgebildet und dann haben sie mir keine Stelle gegeben. Ne? Also ich hab in Deutschland lange und umsonst studiert und ich erzähle immer die Anekdote, vielleicht kann ich die jetzt auch einbringen. Also wenn ich hab mein Haus, mein erstes Haus, als ich in den USA gekauft habe, vor ja, auch über 10 Jahren. Da muss man ja, wenn man einen Kredit verlangt, sozusagen einen finanziellen Striptease hinlegen. Also die Bank will natürlich wissen, was man hat. Und dann war so eine Art Checkliste, die mich die Bankfrau abfragte, wo sie sagt, ja, Sie haben studiert, sage ich ja. Naja, dann haben Sie doch auch Loans. Dann haben Sie doch Studien, wie würde man Loans auf Deutsch sagen? Keine Ahnung. Also Schulden, Kredite. ja, Kredite, genau. Und dann habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann sagt sie, wieso? Sie haben doch promoviert, sage ich, ja. Ja, wo haben Sie denn studiert? Sage ich, in Deutschland. Ja, und wer hat das bezahlt? Das sage ich, ja, der deutsche Steuerzahler. Und dann sagt sie, ja, und dann geben die Ihnen keine Stelle? Dann sage ich, ja, gute Beobachtung. Nein, geben Sie mir das nicht auch. Also es war sozusagen für diese amerikanische Bankerin völlig unvorstellbar, dass ein Deutscher, dass also ein Land wie Deutschland der Steuerzahler quasi das Studium finanziert und die Leute dann gezwungen sind, ins Ausland zu gehen. Um ihr eigenes Brot zu verdienen. Also das fand ich also auch durchaus eine pragmatische Einstellung, wo man sich einiges abschneiden kann, finde ich. Also ja, natürlich. Aber ich meine, gut, das davon abgesehen, ich bin gerne in den USA und ich bin auch sehr dankbar, nicht nur meiner Uni, sondern auch den Amerikanern, die sozusagen mir förderlich waren und mich gefördert haben, eben ganz, ganz unabhängig von meiner Herkunft. Aber es ist natürlich, aber es ist doch auch wahr, natürlich, dass eben die Universitäten in Amerika deswegen so erfolgreich sind, weil sie natürlich ein kapitalistisches Geschäftsmodell verfolgen. Ja, und was natürlich auch gerade jetzt wiederum durch Corona vor die Wand gefahren ist. Also dieses Modell der Privatuni, also meine Universität ist privat, obwohl sie katholisch ist, wo man eben für einen BA-Grad ungefähr eine Viertelmillion Dollar zahlen muss. Ja. Das ist durchaus nur im mittleren Bereich. Geht also noch viel teurer. Ja. Ist natürlich ein erfolgreiches Geschäftsmodell, solange wie es die Mittelklasse oder die gehobene Mittelklasse auch bezahlen kann. Und das wird auf Zukunft wird es nicht mehr gehen. Also
Man kann natürlich einerseits beklagen, dass eben Universitäten, also gerade auch sowas wie eine katholische Universität in meinem Fall, wo eben doch die Geisteswissenschaft, würde man denken, fraglos eine starke Rolle spielen, sind wir natürlich auch unter Druck geraten. Also wir Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler und uns weiterhin rechtfertigen müssen und unsere Existenz rechtfertigen müssen. Und das mag man natürlich dann, wenn man das, also was für Anstalten unternommen werden, um das zu tun, welche rhetorischen Kniffe, Winkelzüge da vollzogen werden, das, wenn ich das meinen europäischen Kollegen erzähle, die lachen darüber und finden es eben auch sozusagen abgeschmackt, ja. Ja, aber andererseits gibt es eben doch Stellen, ja. Und in Europa gibt es eben, das ist ein Problem für eure Generation, es ist sehr, sehr schwer. Also ich meine, ihr seid erstklassig ausgebildet, das kann ich sozusagen euch sozusagen sagen, brieflich, Brief und Siegel, aber das ist keine Garantie, dass ihr eine Stelle kriegt. Also von daher mit diesem Verfallsargument ist immer so eine, ja, also zweischneidiges Schwert. Ja, ist es sowas wie Verfall? Ich weiß es nicht. Also ich meine, wie gesagt, also die, oder anders gesagt, ich sage immer wenn ich die Geschichte der Hochschulen, erzähle ich manchmal einfach nur, dass man das Studierende verstehen, was ist das eigentlich mit der Einheit von Lehre und Forschung und die Humboldt'sche Ideal. Und da kann man ja auch vergleichen, das europäische oder deutsche Modell mit dem angelsächsischen College-Modell, was ins Amerikanische übergeglitten ist, aber wo eben man dann auch nach dem Ersten Weltkrieg vor allem eben versucht hat, eben doch auch dieses Ideal von Einheit von Lehre und Forschung umzusetzen. Ich sage immer, das Ideal von Einheit von Lehre und Forschung ist nie besser umgesetzt worden als in den USA. Ja? Also das Fichtesche, Hegelsche, Humboldtsche Ideal ist nie besser umgesetzt worden als an Universitäten, also an den Top, nicht allen, aber an den Top-Universitäten, eben Stanford, Berkeley, Harvard, Yale. Und das muss man sich als Europäer auch mal sagen lassen. Also wir haben die schönen Ideen gehabt, umgesetzt, pragmatisch, mit dem Geld versehen, was man eben dafür braucht, haben es die Amerikaner. Das muss man eben sagen. Und man kann das natürlich als Verfall sehen. Man kann aber auch sagen, ja, pragmatisch, in meinem Fall, ich bin lieber im Arbeitsverhältnis als arbeitslos. Und da stört mich eben das Argument von Verfall sehr wenig, solange ich eben doch die Philosophen und die Texte, die ich lese, die ich liebe, in meinen Seminaren behandeln darf, ohne dass mich jemand dabei stört. Das ist eine aus dem Herzen gesprochene, sehr sympathische Einschätzung. Ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen, dass diese Gründe aus dem Leben kommen und richtig motiviert sind. Allerdings ist es so, dass ich jetzt, wenn ich auf unsere gesamte Debatte schaue, hier eine spannende Konstellation finde, bei der ich an etwas denken muss und ich hoffe, dass einer von euch beiden rekonstruieren kann, von wem dieser Gedanke stammt. Ich glaube, es war ein phänomenologischer Psychopathologe, der da sagte, es sei eigentlich die phänomenologische Denkungsart so etwas wie analog vielleicht zur Schizophrenie, etwas, was aus dem Bannkreis des alltäglichen Arbeitens und Lebens hinaustritt, etwas, was eine gewisse Entfremdungserfahrung voraussetzt. Zumindest wenn wir im klassischen husserlianischen Sinne darüber nachdenken. Also so etwas wie eine antipragmatische Pointe hat dahingehend, dass die Handlung gar nicht mehr als Handlung in ihrem lebendigen Kontext begriffen wird, sondern desintegriert wird und hier eine andere Perspektive erzeugt wird, die zum gewissen Grad sogar lebensfeindlich ist, natürlich deswegen nicht unbedeutend ist, sondern gerade wegen dieser Feindschaft, wegen dieser Feindlichkeit die Strukturen des Lebens umso besser ja im Kontrast auffassen kann. Das ist mir jetzt gewissermaßen die Pointe der Konstellation, über die wir sprechen, ist vielleicht die Tendenz, die wir jetzt hier als die vor dem Verfall stehende Struktur begreifen, diejenige, die es nicht geschafft hat, sich an die Erfordernisse der neuen Jahrhunderte anzupassen, weil sie diese Elfenbeinturmhafte Geistigkeit
proponiert. Das läuft für mich analog mit einer inhaltlichen Frage, und das ist die nach der Idealität. Natürlich haben wir das auch schon im Kleid des Wesensbegriffes und so weiter und so fort angeführt, aber es gibt ja doch bei Husserl diese schöne Opposition von Tatsachen und Ideal oder Wesenswissenschaften. Und jetzt scheint mir das Ganze, was wir bisher geredet haben, wie gesagt, ich befinde mich gerade in so etwas wie einem Rückblick auch auf die ganze Episode, wenn wir uns die Frage stellen, ist William James vielleicht so ähnlich wie Brentano eher jemand, der deskriptive Psychologie beschreibt, eher jemand, der als Bilderbuchphänomenologe den Absprung zur Transzendentalphilosophie nicht schafft, der ähnlich wie die Münchner Phänomenologen den Tabakgeruch analysiert, etwas, was ich ganz ironischerweise wiedergefunden habe bei einem der letzten sogenannten deutschen phänomenologischen Psychologen, der es eben gerade nicht geschafft hat, auch wieder in höchstem Maße ironisch eine Anstellung in Deutschland zu finden und der sich deswegen dazu entschlossen hat, ein Tabakgeschäft zu führen. Einer der namhaftesten Tabakverkäufer Berlins ist, nämlich Max Herzog, und der dann, nachdem er aus der akademischen Laufbahn ausgeschieden ist, eine Phänomenologie des Rauchens geschrieben hat, die er auf seiner Internetseite, auf der eben Zigarren verkauft werden, mit als kostenlosen Download anbietet. Jedenfalls ist es doch so, dass wir uns fragen müssen, was davon ist jetzt angemessen? Was ist jetzt hier der eigentliche Wert der phänomenologischen Idealwissenschaft? Können wir nicht aus pragmatischer Perspektive sagen, das ist nur so etwas wie ein Appendix, ein umständlicher Weg, um zu den gleichen Ergebnissen zu kommen? Ist diese Abstraktion, ist diese Reduktion tatsächlich mit diesem So what, was du wiederholt hast, vielleicht eigentlich nur so etwas wie ein Relikt aus europäischen Zeiten? Kann man hier die Idealwissenschaft nicht viel mehr effizienter ersetzen durch pragmatisches Denken? Oder wohnt ihr noch ein eigener Wert in? Ist deskriptive Psychologie tatsächlich etwas, was aus eigener Kraft auf die phänomenologischen Einsichten kommen kann? Ist es vielleicht sogar so, und das habe ich einmal bei einem Schüler von Paul Heberlin, dem großen Schweizer Anthropologen, gefunden, dass man der Phänomenologie zum Vorwurf machen kann, dass das, was sie als Ideal oder Wesenseinsichten verkauft, in Wirklichkeit nicht viel mehr als etwas ist, was doch wieder auf Psychologie angewiesen ist. Dass Husserl es gar nicht wirklich schafft, dem Psychologismus zu entkommen, denn jedes Material, an dem er nun seine Analysen durchführt, entstammt wieder der Erfahrung und muss dementsprechend aus einer lebensweltlichen, alltagsweltlichen, psychologisch-mechanischen Perspektive hergeleitet werden, sodass die phänomenologische Analyse in Vollständigkeit abhängig ist von vorhergehenden psychologischen, anthropologischen, mithin vielleicht auch pragmatischen Analysen steht. Anders gesagt, um auch hier wieder eine Pointe zu finden, ist Phänomenologie bloß ein Luxus? Ist es nicht so, dass wir den Diskurs jetzt hier umdrehen sollten? Von vornherein haben Hannes und ich eigentlich Fragen gestellt, bei denen es hieß, na gut, die Phänomenologie, das ist unser täglich Brot, hier mit identifizieren wir uns und deswegen fragen wir uns, was kann der Pragmatismus eigentlich leisten, um die Phänomenologie zu bereichern? Schaffen wir das nicht eigentlich alles schon aus eigener Kraft? Jetzt können wir das Blatt umwenden. Würdest du sagen, dass alles, was die Phänomenologie sagt, vom Pragmatismus eigentlich besser gemacht wird? Oder gibt es etwas Spezifisches in dieser Wesensanalyse, was dem Pragmatismus vorenthalten bleibt? Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Also ich meine, zunächst mal reine Phänomenologie, ich meine, auch das ist interessant, also ich denke jetzt, also Geruch von Tabak, da komme ich jetzt drauf, ich kenne diesen Psychologen nicht, ich schaue mir das mal gerne an, schick mir mal die Seite. Denn darauf wollte ich kurz hinaus, also auch mehr anekdotenhaft, es ist sehr witzig, ne? Also ich meine, der Phänomenologe, der größte unter allen war angeblich, also von dem Husserl am meisten hielt, war Johannes Daubert. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal kennt, und
Johannes Daubert hat in seinem Leben keine Zeile veröffentlicht, ja, und das ist ganz lustig. Er hat also versucht, hat viele Manuskripte geschrieben. Die Manuskripte waren in einer eigenen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also die waren in einer eigenen Version von Gabelsberger Kurzschrift abgefasst. Karl Schumann hat die gefunden, der große Karl Schumann, irgendwann mal in dem Bauernhof, glaube ich. Also Daubert hat dann irgendwann die Philosophie ganz auf sein lassen, hat sie einen Bauernhof gekauft, hat da Pflanzen, also hat halt als Bauer gelebt und hat dort, glaube ich, die Manuskripte hinterlassen und hat irgendwie, also mit einem Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat Smeed, Nikolaus Smeed aus Köln, unter anderem von Schumann 12 Jahre gearbeitet an dieser Transkription, weil er den Code sozusagen geknackt hatte. Und dann war es endlich transkribiert und alle Welt sagte, ja, Daubert, ja. Und dann hat Schumann immer gesagt, nein, Schaubert, Daubert kann nicht, Daubert ist nicht veröffentlichbar. Das kann man nicht veröffentlichen. Also diese von Daubert ist nach wie vor, es gibt ein paar wenige Aufsätze, wo Schumann zitiert von Daubert und letztlich starb Karl Schumann. Es war alles auf Karl Schumanns Festplatte. Die Festplatte ist verloren gegangen, also Daubert ist sozusagen wieder verloren. Aber es gibt eben dann doch den Briefwechsel zwischen Daubert und Husserl. Und das ist nämlich das Witzige, darauf will ich hinaus. Also jetzt, ich höre gleich auf mit den Anekdoten. Das ist in der Tat, also Daubert hatte in München Zugang zu eben guten Kolonialwarenhändlern damals, die Tabak importiert haben und hat eben Husserl, ich glaube, er hatte eben auch Geld, hat Husserl eben Tabak zukommen lassen. Und der Briefwechsel, alle Welt dachte, jetzt kommen also wirklich wichtige philosophische Einsichten, ist im Prinzip nichts anderes als die beiden, die sich beschreiben, wie der Tabak schmeckt. Und Husserl sagt, ja, und dieser Tabak, den Sie mir da geschickt haben, der hatte dann eine Note von so. Also es ist ganz witzig. Also Husserl beschreibt eben doch den Tabak sehr schön. Also Husserl kann sehr gut Bilderbuchphänomenologie selber machen, wenn er will. Aber letztlich bleibt davon nicht viel Philosophisches übrig. Ja. Also ist dann, also zu deiner Frage, ist Phänomenologie Luxus? Ja, also ich meine, also kann der Pragmatismus das besser? Nein, ich würde das, also ich meine, ich muss trotz allem doch, also ich meine, trotz allem pragmatischen Gerede muss man doch eine Lanze für die Phänomenologie brechen. Also ich meine, nicht alles, was der Pragmatismus ist, praktisch ausgerichtet, insofern, als es eigentlich um Beschreibung reiner Bewusstseinsphänomene eigentlich gar nicht geht, weil der Pragmatist fragen würde, was bringt es einem, wozu? Und da muss man eben dann doch sozusagen mit einem philosophischen Geist antworten, es muss nicht immer alles einen Zweck haben. Also ich meine, glaube ich, das war auch die Scheler'sche Kritik. Nein, es gibt natürlich Sachen, die Phänomenologie macht, woran der Pragmatismus kein Interesse hat. Und das ist eben dann doch diese Beschreibung eben von Phänomenen ohne jeden Zweckbezug. Und das ist eben auch eine Stärke der Phänomenologie. Aber, also die Idealität, das war dein Ausgangspunkt. Also Phänologie ist insofern kein Luxus, also eben doch eine Vorurteils-, also beansprucht zumindest im Anspruch nach, eine vorurteilslose Beschreibung von Bewusstseinsphänomenen zu geben, die sich Zweckbezügen entzieht. Aber bei Husserl letztlich geht es natürlich darum, dass es eine Wesenswissenschaft sein soll. Ja. Und die Wesenswissenschaft ist natürlich von einer Tatsachenwissenschaft umgekehrt. Jede Tatsachenwissenschaft ist unilateral abhängig von einer Wesenswissenschaft. Also von daher ist es natürlich ganz klar, dass eine Wesenswissenschaft logisch einer Tatsachenwissenschaft vorhergeht. Also die reine Phänologie geht einer phänologischen Psychologie vorher, sofern eine phänologische Psychologie die menschliche Psyche als Gegenstand hat. Phänologie beansprucht eben Wesenswissenschaft von Bewusstsein überhaupt, Bewusstsein an sich zu leisten. Aber meine Kritik letztlich an dieser Idee der Phänologie als idealer Wissenschaft, es ist eben eine Form von Platonismus natürlich. Ja? Also Wesenswissenschaft hat letztlich, also die Ergebnisse, ich sage es anders, die Ergebnisse der reinen Phänologie, der eidetischen Phänologie sind letztlich sehr, sehr karg, sind letztlich sehr, sehr wenige.
Es sind wenige Wesensaussagen, die sich letztlich formulieren lassen. Und von daher ist eben eine, so ein bisschen wie das Verhältnis, wie bei Kant, zwischen reiner Logik und transzendentaler Logik. Ne? Also die reine Logik ist kurz und trocken, sagt Kant. Ja? Und so ist es ein bisschen auch mit der eidetischen Phänologie. Sie ist kurz und trocken. Und ist es natürlich sozusagen philosophisch gesehen, also rein von der Logik der Forschung her, dass es eine einseitige Abhängigkeit von Wesens- und Tatsachenwissenschaft gibt. Ja, das natürlich muss man bejahen. Von daher bin ich nie gegen die reine Phänologie gewesen, aber sie ist eine sehr karge Austerity-Wissenschaft, die letztlich ziemlich langweilig ist. Ich sage das deswegen, ich habe euch ja auch geschickt, die Rezension meine Rezension von den Studien zur Struktur des Bewusstseins, also diesem neuen Husserlianer Band, das ist alles unglaublich langweilig. Ist alles richtig, alles unglaublich subtil, aber letztlich ist es unglaublich abstrakt und geht sozusagen an dem normalen Leben wirklich vorbei. Und man muss sozusagen, man liest es und nickt, sagt, ja, das ist richtig, aber es hat ein Interesse, also es ist ungefähr für den normalen Menschen von Interesse so viel wie die Verästelung der reinen Mathematik. Ja? Für den Mathematiker auch, der sozusagen konkret rechnet. Ja? Und das ist sozusagen meine Kritik. Nicht, dass es irgendwie was Falsches ist, dass es irgendwie ein Luxus, also natürlich ist in dem Sinne ein Luxus, im Sinne des Pragmatismus ist natürlich ein Luxus, wie die Ägypter, die sozusagen die Leute weggesperrt haben, um reine Mathematik, also irgendwie sozusagen, um sie aus der Lebenswelt zu entziehen. In dem Sinne ist natürlich ein Luxus für eine Gesellschaft, ja, in dem Sinne, wie jeder, der Professor ist in einem westlichen Demokratie, ein Luxus für die Gesellschaft ist, in diesem Sinne natürlich. Aber es ist eine Idealwissenschaft, die möglich ist, die aber letztlich so abstrakt ist, dass sie ja, da sind wir wieder beim Begriff, eigentlich blutleer ist. Ne? Also es ist eben kein, in diesem Subjekt von Husserl fließt wenig Blut. Von daher, ja, richtig, aber also ich zucke dann immer so ein bisschen meine Achsel. Ja. Ich möchte diese Bewegung nochmal im Kleinen wiederholen, die des Abschlusses des Kreises, noch einmal an den Anfang zurückkehren, indem ich auf diesen vergessenen Namen von Alexander zu sprechen komme. Nur ganz kurz, weil man, glaube ich, von hier aus sehen kann, wie man diese Kritik, dass die Phänomenologie nicht sanguin wäre, dass sie lebensfern wäre, für den Menschen so wenig bedeutet wie ja, die Differentialrechnung beispielsweise. Das kann man, glaube ich, dann in den Kontext einordnen, wenn wir eben auf diese Forschung reflektieren, die Wolfgang Blankenburg, das war der vergessene Name, durchgeführt hat. Blankenburgs Idee war, dass man Husserls Methode der Phänomenologie, die Einklammerung des Wirklichseins der Welt, als Denkbild dafür verwenden kann, den schizophrenen Verlust der Wirklichkeit zu beschreiben. Samuel Thomas, das ist ein brandenburgischer Philosoph und Psychiater, fasst das Ganze einmal dann noch weiter, indem er sagt, wir können hieraus ersehen, dass so etwas besteht wie eine doppelte Konföderiertenschaft zwischen Phänomenologen und Kranken. Und die besteht genau darin, als Phänomenologe weiß der Psychiater, was es bedeutet, Realitätsverlust zu erleben. Zwar nicht krankhaft, sondern technisch herbeigeführt, aber dennoch versteht er den Kranken hier. Als Mensch weiß der Phänomenologe aber auch, wohin es wieder gehen muss, ne? Was für eine Erlebnisstruktur bestehen muss, wenn die Realität wieder in Wirkung gesetzt ist, also in der natürlichen Einstellung. Das verbindet natürlich sehr schön den Ausgangspunkt, den wir hatten, wo wir die Frage nach dem Venn-Diagramm als Frage nach dem Unterschied von natürlicher und phänomenologischer Einstellung skizziert haben. Und ich denke, diese Betrachtungsrichtung erlaubt mir jetzt zwei Ausscherungen. Die erste ist die, das zu erhellen, was gerade an der Phänomenologie kritisiert wurde. Die Kritik war, sie ist nicht lebensrelevant. Und da stimme ich zu. Ich glaube, von allen möglichen Leuten aus unserem Bekanntenkreis, mit denen du hier reden könntest, Sebastian, bin ich der am meisten diesen Satz unterstreichen will, die meisten Unterstrichlinien setzen würde, dass die Phänomenologie Husserls langweilig ist. Also da fühle ich ganz stark mit großer Emphase bejahe ich das.
Aber ich glaube, Husserl ist zugleich eben jemand, an dem ich diesen Anspruch der Lebensrelevanz, der Lebensnähe gar nicht stellen würde. Das würde ich den Anwendern überlassen. Das ist eben ein Wolfgang Blankenburg, der die Phänomenologie dann ja zu einer blutigen Wissenschaft, zu einer fröhlichen Wissenschaft vielleicht besser macht, die lebensnahe ist, die sanguin wird, ne? Also der sie belebt. Ich denke, dass da die Phänomenologie anwendungsrelevant werden kann und dass das die Ebene ist, auf die wirklich erschüttert wäre davon, wenn sie dann von dieser Kritik betroffen wäre. Ne? Wenn Blankenburgs Forschung eine wäre, die sich als eine herausstellt, mit der wir kein Leid heilen können, beispielsweise, dann wäre das eine vernichtende Kritik. Bei Husserl glaube ich, dass es eingekauft ist. Das gehört zu seinem Spiel dazu, diese Anwendungen gar nicht zu suchen. Die zweite Abkürzung, die ich hiervon nehmen will, ist, dass man hier noch einmal auch eine Varietät des Pragmatismus ersichtlich machen kann, die um etwas Ähnliches bemüht ist wie die Phänomenologie, die sich in der Common Sense und in der Alltagswelt auch nicht genügt. Und da denke ich vor allen Dingen an den späten Wittgenstein. Da gibt es eine Anekdote, die auch in einem seiner Aphorismen, ich glaube, in Übergewissheit abgebildet ist, wo er beschreibt, dass er mit seinem Freund im Garten philosophiert und der Freund sagt wiederholt: Ich weiß, dass das ein Baum ist. Ich weiß, dass das ein Baum ist. Und dann kommt jemand Drittes vorbei, sei es der Nachbar, und Wittgenstein soll sich zu ihm gedreht haben und gesagt haben: Machen Sie sich keine Sorgen, wir sind nicht verrückt, wir philosophieren nur. Ja. Und die Pointe, die er hier versucht zu machen, so in meiner Interpretation zumindest, ist eben, dass es in der Phänomenologie, dass es in der Philosophie gerade um diese Bewegung geht, dass das, was durch seine Selbstverständlichkeit verborgen ist, unselbstverständlich zu machen, um es in den Blick zu bekommen. Das ist eine Formulierung dieses Gleichnisses des Fliegenglases. Das am schwierigsten zu durchschauende ist das, was wir als selbstverständlich voraussetzen. Und auch der Wittgensteinsche Pragmatismus ist darum bemüht, an dieser Ebene anzusetzen. Durch Zufall war ich am Ende meines Bachelors in diesen Kreisen der Wittgenstein-Gesellschaften unterwegs, und die Präsidentin der Wittgenstein-Gesellschaft, der Großbritannischen, Danielle Moyle-Sherrock, bemüht sich beispielsweise um eine Interpretation Wittgensteins von Übergewissheit her. Also nicht nur Wittgenstein I, Tractatus, Wittgenstein II, philosophische Untersuchungen, sondern auch Wittgenstein III, von Übergewissheit. Sie meint, von dem her kann man auch die früheren Werke besser verstehen. Das grundlegende Manöver, das Übergewissheit hinzubringt, ist ein epistemologischer Fundamentalismus. Ja, dass er eben sagt, es gibt so etwas wie den Bedrock of Knowledge, und das sind die Certainties, die funktionieren wie die Türangeln. Und die müssen, und das ist hier die pragmatische Pointe, die Türangel muss fest sein, damit die Tür sich dreht. Und mehr nicht. Ne? Das heißt nicht, dass die Philosophie sie nicht hinterfragen kann, aber sobald es darum geht, den lebendigen Bezug des Menschen zu beschreiben, müssen diese Türangeln fest sein. Philosophisch kann ich daran zweifeln, dass das Handtuch echt ist, aber im Leben greife ich nach dem Handtuch mit einer Sicherheit, die den Zweifel nicht kennt, nach dem Handtuch und verwende es. Ne? So, das ist der ganze Punkt hier, und der, glaube ich, gar nicht so weit entfernt ist von dem, wie manche Phänomenologen auch Wittgenstein lesen. Wenn ich da an Meister Sören Overgaard denke, beispielsweise, der ja auch gerade dadurch zurzeit im öffentlichen Bewusstsein, in der phänomenologischen Community zumindest ist, dass er eben auch diese Perspektive immer wieder propagiert. Das war der zweite Ausschnitt. Jetzt bin ich von meiner Seite aus zufrieden. Ich würde kurz das Gespräch Revue passieren lassen, bevor ich dann euch beiden noch die Gelegenheit zum Abschluss- und Abschiedswort gebe. Wir haben heute Sebastian Luft zu Gast gehabt, der uns von seiner eigenen Forschungstätigkeit erzählt hat, gewisserweise einen Blumenstrauß angeboten hat, möglicher Themen, und eingeschossen haben wir uns auf die Verhältnisbestimmung von Pragmatismus und Phänomenologie als zwei Strömungen, die auf den ersten Blick geradezu entgegengesetzt scheinen, die aber schon bei erster näherer Betrachtung eben doch gewisse Überschneidungspunkte aufweisen. Wir haben gesehen, dass der Begriff der natürlichen Einstellung gerade in der Abgrenzung von der phänomenologischen Einstellung hier einen besonderen Stellenwert hat, und um die beiden Gebiete aufeinander zu beziehen. Wir haben aber auch gesehen, dass es eben einen
irreduziblen Rest, der nicht Übereinstimmung gibt, der dann in Begriffen wie dem der Wesenheit oder der Idealität konvergieren. Versuche hier noch Dialog herzustellen, sind natürlich nicht ausgeschlossen, aber vermutlich Zukunftsmusik. Das sind Desiderata der Forschung, etwas, das es erst noch zu leisten gilt. Ich denke, dass man vielleicht im kleinen Rahmen sagen kann, dass wir hier im heutigen Gespräch schon einen Beitrag dazu geleistet haben. Für mich in Erinnerung bleiben von dem Gespräch, jenseits davon, dass ich es als sehr anregend und empfunden habe und eine schöne Atmosphäre genossen habe, für mich bleiben in Erinnerung sicherlich vor allem auch die vielen historischen Hinweise. Ich habe viel nebenbei gelernt, wie man so schön sagt. Johannes Daubert als Husserls Held oder Reinachs Kritik an James, alles das sind Bezüge, für die man lange forschen muss, bis man sie erst einmal finden würde. Es ist schön, dass wir das hier so leicht verfügbar über ein Podcast-Format einfach anbieten können, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich denke, das ist ein schöner Ertrag des heutigen Gesprächs. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei euch zweien. Zuallererst natürlich bei dir, Sebastian. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war uns eine große Freude und auch eine große Ehre, dass du hier mit uns gesprochen hast. Ich weiß das sehr zu schätzen und will euch jetzt beiden noch die Gelegenheit geben, ein Abschiedswort zu finden. Du hast es schon sehr schön gesagt, Hannes. Ich bin gehe aus diesem Gespräch mit vielen Einsichten. Der Pragmatismus ist etwas gewesen, was ich bisher eher auf einem roten Tuch gesehen habe. Es war für mich so ein bisschen eine Verkürzung, aber ich habe durch dieses Gespräch mehr Respekt davor gewonnen. Viele Argumente, die ich gehört habe, haben mich davon überzeugt, dass man hier einen zweiten Blick werfen sollte. Und dennoch, gerade hier im konstruktiven Potenzial der Kontroverse, der eigentliche Wert besteht. Es kann nicht sein, dass beides auf das Gleiche hinausläuft. Es muss bestimmte Differenzen geben und das sind die Sollbruchstellen der Philosophie. Dort können wir weiterdenken, dort können wir voranschreiten. Das zu identifizieren setzt gewissenhafte historische Arbeit voraus und das habe ich von Anfang an gesagt. Dafür habe ich große Wertschätzung. Ich glaube, dass wir da auch zueinander gefunden haben und ich bin sehr froh, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Dass dabei ein paar Themen auf der Strecke geblieben sind, wie zum Beispiel der Neukantianismus, sehe ich mit einem weinenden Auge, weil es jetzt eben gerade noch in meinem Herzen viele Fragen gibt, über die man weitersprechen könnte, aber eben auch mit einem lachenden Auge, denn es wird uns gewiss die Gelegenheit gegeben sein, an anderer Stelle nochmal weitere Gespräche zu führen. In diesem Sinne auch von mir ganz herzlichen Dank an dich, Sebastian, und auch an dich, Hannes, für das schöne Gespräch. Und zum Abschluss des Gesprächs möchte ich nochmal an Sebastian das Wort weitergeben mit der Gelegenheit eines kleinen Abschlusses. Ja, ich mache es kurz, also vielleicht nicht ganz so kurz. Also zunächst mal vielen Dank an euch beide, also für die Einladung. Also ich habe auch sehr viel gelernt, muss ich also auch sagen. Und ich fand es also auch sehr angenehm, mit euch zu reden. Und ja, ich meine, rein pragmatisch enden wir jetzt hier, aber es kann natürlich weitergehen und sollte vielleicht auch weitergehen. Ein bisschen was zum Neukantianismus kam, glaube ich, zur Sprache, als ich über Kassierer gesprochen habe, weil es doch auch viele Konvergenzen gibt zwischen Pragmatismus und der Kulturphilosophie, meines Erachtens. Aber das sind natürlich alles Gemeinsamkeiten, die also einen tieferen Grund haben. Ihr habt es vielleicht auch gemerkt, oder die Hörer werden es auch gemerkt haben, also ich bin jemand, der eben doch auch neigt zur Polemik und zu vielleicht manchmal krassen Bemerkungen, wo ich mich dann im Nachhinein dann ein bisschen ärgere, dass ich mich nicht richtig gut rechtfertigen kann. Aber so, ich meine, aber so funktioniert mein Denken. Also ich sage einfach mal Sachen und im Nachhinein bemühe ich mich dann darum, das, was ich vorher sozusagen unbedacht gesagt habe, zu rechtfertigen. Es gelingt mir auch nicht immer. Von daher bitte um Entschuldigung. Aber wie gesagt, also so mache ich eigentlich Fortschritt und von daher hat mir das jetzt auch selber viel gebracht für meine eigene Positionierung und die Fragen, die waren auch sehr kritisch, also sehr interessant und kritisch und auch pointiert. Dafür bedanke ich mich und vielleicht nur den Hinweis für die Hörerinnen und Hörer, also wenn jemand weitere Fragen hat, ich bin jemand, der gerne durchaus längere E-Mail-Korrespondenzen führt. Von daher ist natürlich alles eine Frage der Zeit, aber dennoch freue ich mich über Zuschriften. Also wenn mir jemand schreiben möchte und ich die Zeit habe, gehe ich gerne auf Antworten ein. Von daher hoffe ich, dass es sozusagen nur ein Anstoß war für ein weiteres Gespräch mit anderen. Und von daher danke und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Das ist mal ein Angebot. Wir stellen dann die Mailadresse unten rein in die Beschreibung. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.